Ja, hallöchen Freunde, willkommen zum Livestream von Hearthstone, dem ersten Hearthstone-Livestream, den ich veranstalte. Ja, der Wookie LP und der Absolution Tonic sind schon da im Chat, zumindest haben sie schon geschrieben. Wer ist noch da? Ersten Okay. Hearthstone-Livestream, den ich veranstalte. So, mein Stream ist aber noch leise gemacht. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal Go. Der Wookie LP, der hilft mir immer super toll bei Hearthstone. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein Ründchen. Er hatte mir auch gerade noch in einem Kommentar geschrieben gehabt, ich kann es vielleicht mal ein bisschen leiser machen. Das Hearthstone, vielleicht ist es ein bisschen zu laut. Mach einfach ein bisschen leiser. 50%. Nein. Kein Clash of Clans. Habe ich auch gestern angekündigt, aber ist okay. So, wir wollten ganz kurz bei meinem Magier-Deck, hatte er gesagt, ich kann mein. Was kann ich rausmachen? Sturmlanzenkommando durchaus rausmachen. Das da. Obwohl ich es eigentlich geil finde, aber er meinte, Schildmeister von Zengin könnte man durchaus das zweite reinpacken. Und ich denke mal, er wird schon recht haben. Oh, 4 Mana. Ich vertraue ihm einfach mal, würde ich sagen. Wo ist der Stream? Der Stream ist da. Und ich sehe den Stream auch selber. Ich habe mich ja selber schon gerade gehört. Habt ihr auch gehört? Dass ich mich gerade selber gehört habe. Ja, also ihr seht jetzt den Chat nicht. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, dass ihr nur Hearthstone seht. Ich hoffe mal, das ist okay für euch. Weil einige hatten ja ein bisschen was anderes gesagt gehabt. Und ich würde sagen, wir spielen einfach erstmal ein Ranking mit unserem Magier. Zum kleinen Einstieg. Hearthstone hat mich ja mittlerweile in letzter Zeit wieder ein bisschen angeturnt. Also ich hatte so ein kleines, so ein Tief gehabt sozusagen. Und habe ich gar keinen Bock auf Hearthstone. Ich habe irgendwie 2 Wochen Hearthstone nicht gespielt gehabt. Jetzt glücklicherweise nicht gemerkt, weil ich einfach mal genug Parts im Voraus hatte. Und jetzt habe ich wieder Bock bekommen da drauf. Einfach, weil ich nur noch Jaina spielen werde. Also ich werde jetzt auf jeden Fall gleich nochmal die Klassen leveln, logisch. Aber wir wollten uns einfach mal ein ganz kurzes Match machen. Vielleicht gewinnen wir, vielleicht nicht. Also auf jeden Fall den Weg bis zu Level 17 werde oder Rang 17 werdet ihr auf jeden Fall noch in den Videos sehen. Kein Problem. So, und dann schauen wir mal. Lalana ist back. Hallöchen, Lalana. Hi, Karl-Heinz, Piet. Ja, Absolution Tonics, wie gesagt, der Stream ist eigentlich an gewesen. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht gesehen hast. Ich kann da ganz nochmal. Nee, eigentlich müsste er an sein. Naja, der Chat bleibt jetzt weg, erstmal. Der Chat bleibt erstmal weg. Hallo. Ja, also der Chat, ja, weiß nicht, war halt sonst immer ganz komisch. Und bei Hearthstone finde ich es wirklich angemessen, weil Hearthstone ist ja normalerweise eh super Vollbild ausfüllend, besser als Bluestacks. Warum hat. Achso, er hat sich einen permanenten mal Dings gegeben. Das ist ja ungünstig. Ein permanenten Mana-Kristall. Mechbärkatze, fügt eurer Hand jedes Mal einen Ersatz hinzu, wenn dieser Diener alt. Das ist das fette. 7-6. Ah, ich liebe den Magier. Ja, Karl-Heinz Speed, mir geht's super. Wie geht's dir denn? Nee, Karl-Heinz, wie hat gesagt, Karl-Heinz Speed. Alter, ist jetzt bald mal fertig? Er hat jetzt 4 Mana-Kristalle. Der Typ geht richtig, richtig krass ab, muss ich sagen. Tja, Karl-Heinz Speed, mir geht es sehr gut. Gespielt. Danke, danke, danke. Danke. Ich muss das Land bewachen. Ja, okay, ich meine, die Dings habe ich jetzt, die Dings habe ich jetzt eh nicht beachtet, diese Fähigkeit. Ehrlich gesagt. So, ich kann auf jeden Fall ein Eis mit Didi spielen. Den wir auf jeden Fall nächste Runde angehen. Bam, Bitch! Hi, Caro! Lass mich. Hör auf damit. Böse. Genau. Geh weg. Ja, Hallöchen, Karo. Er fügt mir einen Schaden zu, wird mich jetzt angreifen mit seinem. Ja, war klar. Hätte ihm aber da auch nichts gemacht. Also, er kriegt das richtig krass viel Schaden. Ich weiß nicht, warum er das tut. Aber ist natürlich gefährlich. Also, ich würde den auch so schnell wie möglich es geht wegratzen, den Typen. Aber er hat's geschafft. Ein Nvidia-Treiber ist verfügbar. Oh, ist ja lucky. Ist ja cool, meine ich. So, was haben wir denn? Mach mal den hier. Wasserelement? Ja, ich nehme den. Wasserelement hat ich einen Mana übrig, das ist auch dumm. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Also, der Typ ist ziemlich am Arsch, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, hi Caro und ah, hallo alle anderen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles gerade dabei ist. Also nicht so viele wie bei Clash of Clans, ist ja logisch, muss ja sein. Ich meine, Clash of Clans lieben ja alle Leute, komischerweise. Und so ist das. Oh, ich habe einen Cheap, ne? Cheap, cheap. Chip ich ihn? Ich chip ihn, oder? Ich chip ihn. Chip, chip! Das kann ich nicht. Wie, jetzt kannst du nicht tun? Achso, der war noch in der Verwandlung.
Ja, also ich habe schon lang, ist schon richtig. Das Unstable Portal hat mir wirklich den Arsch gerettet, weil ich so eine 7-6er-Karte für 3 Mana bekommen habe. Der hat dann nicht wirklich eine Chance gehabt. Was machst denn du? Okay, er geht mit seinem Treant aus meinem Leben. Das ist dumm gewesen, weil er hätte meine Einheiten ruhig besiegen können. Mit seinen drei Treants auf meinen Vehen Yeti. Und mit seinem Helden auf meinen Dings. Dann hätte er auf jeden Fall noch nicht verloren. Okay, gut gespielt. Ja, Media TV, wie? Was? Schade. Auch schade. Warum das denn? Ich bin gerade wegen dem auch schade ein bisschen, ein bisschen irritiert. Gut. Wollen wir denn Viewer Games machen? Dann könnt ihr mich gerne einmal adden. Einmal Darkhunter Raute2923. Und dann können wir auf jeden Fall. Bitte nicht allzu stark, Leute. Es muss fair sein. Ich muss nämlich meine neuen Einheiten, meine neuen Dings leveln, meine neuen Klassen. Ich habe hier noch. Wo steht das nochmal? Genau, Questlog. Ich habe hier noch so viele Klassen, die noch nicht 10 sind. Die möchte ich gerne in diesem Stream auf 10 bringen. Deswegen bitte, Leute, haltet euch ein bisschen zurück mit eurer Stärke des Decks. Ja, Karl-Heinz Speed, danke nochmal für die iTunes-Karte. Seht ihr, unter dem Stream hat der Karl-Heinz Speed netterweise beim letzten Mal, hat sogar sein Versprochen gehalten, im Gegensatz zu einigen anderen, und hat mir eine iTunes-Karte gegeben. Sehr nett von ihm, danke. Habe ich bisher noch nichts ausgegeben davon. 25 Euro sind es, glaube ich, gewesen. Steht dann im Stream. Und, ja, die werde ich auf jeden Fall bald mal benutzen, denke ich mal. Gucken wir mal. Vielleicht für ein paar angespielt oder so. Mal gucken. Gut, ja, der Wookie LP, ihr seht im Chat, das ist einer der aktivsten Kommentatoren auf meinen Hearthstone-Videos. Sehr, sehr nett von übrigens von ihm. Ansonsten könnte ich auch gerne. Heute ist nur Hearthstone, Lalana, das hatte ich gestern auch angekündigt. Ansonsten, wer möchte denn ein Match machen? Oh, der Cute Girl. Schreibt der gerade? Dieses Zeichen ist, glaube ich, schreiben, ne? Ach komm, nee. Okay, keiner hätte mich gerade, glaube ich, geaddet, oder? Keiner, keiner gerade. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, ich spiele jetzt einfach mal so ein Unranked-Dings mit meinen Einheiten. Solange keiner möchte, werde ich meine Klassen leveln. Ich muss ja auf jeden Fall erstmal Rexer auf 10 bringen. Wobei mein Jägerdeck ist, glaube ich, shit gewesen, oder? Ich glaube, mein Jägerdeck war shit gewesen. Hatte mir der Dings was ge. Ich glaube, er hatte mir ein Paladin-Deck gegeben. Ich glaube, mein Dings-Deck war gut gewesen, mein Jägerdeck. Aber viele Einer. Viel zu viele Einer. Nerubisches Ei. Ach so. Das ist aber nicht das, was ich alles in meinem Deck habe, oder? Ach, hier, das ist das, was ich in meinem Deck habe. Hey, super. Ich bin auch ein Doofkopf. Ja, ich würde sagen, ich kämpfe das einfach mal. Wenn jetzt keiner gerade möchte, dann spiele ich einfach mit meinem Jäger. Ranked, unranked? Ich will eigentlich mal ein Unranked-Dings, meinen Ranked-Status nicht verballern. Okay, der Wookie-IP ist gerade online. Komm, ich lade ihn einfach mal ein. Fuck. Ja, Leute, ich muss ganz kurz mal Pause machen. Ihr seht schon, ich bin gerade angerufen, ganz kurz, sorry. So, sorry. Wo ist denn der Wookie LP? Der hat sich doch gerade. Da ist er. Begutachtet, da. Komm, Wookie LP, ich möchte dich herausfordern. Ja, nett, dass ein Zahnarzt immer sagt, wann man morgen den Termin hat. Finde ich total geil. Ich nehme einfach mal meinen Jäger. Seid mal so fair, wenn ihr gegen mich spielt. Nicht im Stream gucken, welche Karten ich habe. Das wäre total nett. Danke. Keine Ahnung, deine Sache. Huch. Achso, ich kann gar nicht. Ich kann dir nicht antworten. Sorry. Sonst müsste ich abbrechen. Ja, Karo, Malfurion kann total nervig sein, das stimmt. Und wie gesagt, Paar Heinz Pit, ja, ich spiele private Matches mit euch. Und Absolution Tonics, heute gibt es keine Points, die muss ich gerade noch überarbeiten aktuell, deswegen gibt es aktuell keine Point-Vergabe und kein Point Command. So, Herr der Arena, ich finde es total geil, dass Hearthstone mir immer die OP-sten High-Mana-Karten gleich am Anfang gibt es schon wieder, Alter. Das ist total für den Arsch. Warum kannst du Hearthstone nicht spielen? Absolution Tonics. Und warum laggt dein Stream? Eigentlich habe ich so eingestellt, heute mal, dass nur 720p ist. Das heißt, also jeder sollte das eigentlich sehen können. Letztens war es dann noch 1080p gewesen.
Und jetzt ist es 720p, was schon mal wesentlich weniger an Leitung verbraucht oder Leitung braucht, um das wirklich flüssig ansehen zu können. Eigentlich sollte dir jeder das ansehen können. Ja, wie sagt man, Battletech Dark Hunter Router 2923, wer es möchte, stellt auch unter dem Hearthstone-Video, wer das mal angucken will. Ruft einen zufälligen Wildtierbegleiter herbei. Na, kann man nicht eins machen. Bam bam! Theoretisch kann ich das machen, aber weiß ich nicht, soll ich das tun? Soll ich nicht tun? Nee, noch nicht. Ja, soll man ruhig selber machen. Das spielst du auf dem PC, Mensch! Ihr müsst doch nicht immer alles auf dem Handy spielen. Das ist schlimm. Ich finde das wirklich schlimm, diesen App-Hype. Jeder muss immer alles auf dem Handy spielen. Das ist schrecklich. Wirklich, wirklich schrecklich. Tja, das ist doof gelaufen. Also ich habe aktuell wirklich beschissene Karten, muss ich sagen. Das läuft aktuell gar nicht. Ich kann ja auch nicht spielen. Geht gar nicht. Ja, wie gesagt, Absolution Tonics für PC gibt es das auch umsonst. Also man muss nicht unbedingt ein Handy nur benutzen dafür. Das ist wunderbar, auf dem PC zu spielen. Ja, dein Deck ist einfach zu krass. Schon wieder. Hammer Deck auf jeden Fall. Das Game ist auch nice, definitiv. Also ich kann es jedem empfehlen, nur zu spielen, weil es einfach awesome ist. Es ist einfach mega awesome, das Spiel. Also teilweise hatte ich mal einen Hänger gehabt, aber mittlerweile geht's wieder. Ein Kernhund. Ja, meine Karten sind aktuell scheiße, muss ich sagen. Was heißt ein vernünftiger PC? Hearthstone hat doch wirklich gar keine Anforderungen, oder? Ich meine, siehst du ja wirklich viel Action in dem Spiel. Also ich zumindest nicht. Wie viele Waffen hat der Typ denn? Ja, das bringt auch irgendwie nichts. Setzt das Leben eines Dieners, bringt auch nichts. Nix. Natürlich könnte man das machen, ja. Ich kann Kerno deshalb für den Arsch. Der hat zwar 9,5, aber 5 Leben ist halt nix. Was glotzt denn so? So, was hat er? Ja, okay. Jetzt. Achso, ich kann ja sogar. Siehst du? Oh, bin ich awesome, Alter. Holy shit. Bin ich awesome. Er wird jetzt aber mein Ding gleich zerstören. Er wird sich ein Schild geben, wenn er bestimmt noch Schildschlag hat, dann wird er meinen Kern zerstören mit seiner Axt. Denk ich mal. Wenn er denn sowas hat, ich weiß es gar nicht. Naja, aber so macht er es. Kern ist einfach für den Arsch. Kern ist einfach wirklich für den Arsch. Der hat einfach nur 5 Leben, das ist nix. Hi Biohazard. Wie gesagt, ihr könnt mich immer noch adden, Leute. Hier sind noch 30 Plätze, sind glaube ich noch frei. Ich glaube, Blizzard hat das auf 100 gecapped. Mehr ist da nicht. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. Gut gespielt. Wozu braucht man einen Steam-Account? Braucht man gar nicht. Hearthstone ist nicht Steam, Hearthstone ist Blizzard. Ja, das Bewegen der Karten ist zu krass. Kann ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall die Karten so unglaublich fein detailliert sind, dass der PC dann einfach nichts mitmacht mehr. Ja, hallo Flosch. Hallo Flosch. Ah, Wookie AP, das ist sinnlos. Kannst du dir das sparen, wirklich. Ich dachte mal, du bist ein cooler Typ, aber wenn, dann ziehst du auch wirklich durch. Kannst du dir das sparen, so ein Dreck, wirklich. Spiel entweder richtig oder gar nicht, dann habe ich nämlich auch keinen Bock mehr drauf. Spielen wir. Ne, ich mache noch angewertet ganz kurz noch den einen Kampf, dann ist der Dings auch Maximum, der Jäger. Und dann können wir die nächste Klasse leveln. Yay!
Was kenne ich nicht? Rexar gegen Rexar. Oh, das war aber eine coole Anfangshand, muss ich sagen. Warum bin ich eigentlich immer zuerst an? Ist doch beschissen. Ich behalte die mal. Ich finde die ganz cool. 2-1 Sturm. Points funktioniert heute nicht. Not available today. So, nächste Runde Gleaver. Dann, wobei, weiß nicht, vielleicht hat er auch noch Ansturmkarte. Bringt eure Toten. Mäh. Ich mag den nicht. Geh weg. Der, oder? Genau, wunderbar. Quatsch. HD Gaming LP and more. Bin jetzt gekommen, zwei Fragen. Wie lange spielst du HS? Und die zweite, machst du Viewer Games? Ich mache heute Viewer Games, ja, richtig. Hab gerade gemacht, aber der Wookie LP meinte dann wohl, nee, er will dann doch nicht. Also, er hat komisch gespielt. Und deswegen werde ich jetzt gerade einen an. Ich mache, glaube ich, gerade einen Unrank, genau. So. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding erstmal put. Du kennst Blizzard nicht, dann kennst du auch Hearthstone nicht. Nee, Wookie LP, man kann die Qualität nicht ändern. Geht nicht. Ich hab's doch schon auf 720p runtergemacht. Ist ja schon eigentlich recht gering. Und wer es da nicht immer noch nicht sehen kann, das tut mir natürlich dann echt leid. Also wie gesagt, HD Gaming, ich spiele, glaube ich, gerade seit einem Monat etwa, also noch nicht sehr, sehr lange. Und, ist das ein Wildtier? Nee, das ist kein Wildtier. Verdammt. Das ist leider kein Wildtier. So, das kriegt aber noch einen scheiß Netztyp hier auf die Pfote. Nee, komm, mach mal hier. Und, ja, wie gesagt, ich mache heute Viewer Games. Gerade noch den Rexar auf 10 leveln. Und dann geht's mit Viewer Games weiter. Mäh. Hör auf damit. Böser Rexar. Ich denke, du kannst den Stream nicht gucken, auf einmal kannst du ihn noch gucken. Spannend, spannend. So, ich könnte es theoretisch auch für meinen Kernhut aufheben, das Ding. Falls ich ihn mal haben sollte, irgendwann dann. Bäh. Ich hasse sowas. Ich will auch Naxxramas jetzt fertig haben. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal kriege ich diese behinderten Naxxramas-Gegner. Die gehen mir mega auf den Piss. Jedes Mal. Immer wieder. Ich jage allein. Könnte ich auch mal einen Blutumfraptor-Spot geben, aber nee, ist ja auch doof. Ich geb dem das einfach mal. Wie kann man denn sein Passwort vergessen? Ah, ist aber ärgerlich. Gibt's den Harf schon seit 2 Jahren? Sicher? Bisschen krass, oder? Ja, gönn dir. Aber er hat eh. Ach so. Ja, hat natürlich alle 2 Damage, logisch. Muss ja sein. Ich will auch so eine Karte haben. Warum habe ich diese eigentlich gar nicht? Ich will auch so eine haben. Richtig uncool. 2-1. Kernhund. Er wird mein Kernhund eh zerstören. Das weiß ich jetzt schon. Ich spiele ihn trotzdem. Grr, Knorr. Beta, gibt's das echt, kriegt's echt schon 2 Jahre, krass. Ich habe zumindest auch den Anfang von Hearthstone mitbekommen. Ich habe es nie gespielt, weil ich mir dachte, ist doch ein Kack-Game. Aber nee, ist doch ein ganz cooles Game. Hätte ich mal vorher irgendwie was entdecken sollen davon. Hearthstone ist ein cooles Spiel, ja. Ja, das kannst du schon vergessen. Ich habe einfach keine Karten mehr. No Cards. No Cards. So, ich muss erstmal den zerstören. Und es ist ja doof, wenn ich den jetzt zerstöre, dann kriegt er wieder eine Karte. Was machen wir zuerst? Was denkst du? Ah, machen wir das hier. Piu! Zauberlein weg. Ah.
Ja, komm, gönn dir. Gönn dir 9 Mana-Kosten für einen Kernhund. Scheiße, ey. Alfzer. Alfzer. Ich bin zurück. Ja, absolut. Total fair. Ich werde sie zeigen. Absolut. Ich werde sie ihnen alle zeigen. Nö, hab ich nicht. Hab ich auch keinen Bock zu. Ehrlich gesagt. Ich bin bereit. Herstellen der Karten muss ich eigene Karten opfern. Ich habe kaum welche. Also bringt mir das eh nichts. Ewigkeiten? Wo ist denn der Typ? Malorn ist also unbesiegbar. Ist ja auch cool. Echt, echt total fair, ne? Total fair. Kämpf an meiner Seite. Soll ich das machen? Ist aber auch dumm, dann hab ich ja den Schleim. Bringt mir in dieser Runde ja eh nichts. Grüße. Angreifen und nicht angreifen. Tja. Eigentlich ja, aber auch wieder nicht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ich hoffe jetzt mal so einen arkanen Schuss zu kriegen, dass ich ihn treffe und irgendjemand anders. Am besten den... den Jongleur. Ja. Warum sollte man auch? Ich meine, ist ja unnötig, wa? Ja, was willst du machen? Er hat so krasse Karten. Jeder hat komischerweise diesen Messer-Jongleur, hat Sludge-Belcher und hast du nicht gesehen, jeder einzelne verfickte Naxxramas-Karte. Was willst du dagegen machen? Kämpf an meiner Seite. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Müsse kämpfen. Ich ergebe mich. So, er ist 10. Ich habe keine Lust mehr mit ihm zu spielen. Kein Bock mehr, der ist doof. Ich spiele jetzt mit meinem Paladin. Ja, weiß nicht, Basisdeck oder nicht? Nee, nicht Paladin, Priester. Ah, das ist auch schon 10, oh cool. Da muss ich mir mal ein Paladin spielen. Aber das Paladin weg, glaube ich, kacke gewesen. Das hatte der mir der Wookie-LP in Dings geschrieben gehabt. Irgendeinen Kommentar, einen langen. Mit einem. Ich guck gerade den Kommentar nach und ob ich ihn markiert. Genau, ein Paladin-Basis-Deck und für alle und Modifikationen. Und an meinem 30. Hearthstone-Part, wer das sehen möchte, hat der Wookie-LP da so ein Deck zusammengestellt. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze mal zusammen. Und dann können wir mit dem Paladin machen. Ich glaube, das kann man ja ganz gut löschen. Der Geist löschen, du. Da, geht doch. Ach Mensch. Wo konnte man dann irgendwo dem Namen zusammen einen Namen geben, diesem Deck? Wo konnte man dem Deck einen Namen geben? Wo ging denn das? Sonst habe ich es bei anderen gesehen. Ich weiß nicht, wo das ging. Gut, schauen wir mal. Zweimal Gerechtigkeit des Lichts. Das. Zweimal Hammer des Zorns. Es dauert eine Weile jetzt. Elfenbogenschützen. Die hat, glaube ich, 3 Mana gekostet. Ne, Blutelfenklägerin. Elfen. Was sind denn Elfenbogenschützen? Elfen. Ach, die Olle. Ah, okay. Blut zum Fraptoren. Die hat man auch nur 3-2. 3-3-2. Ah, 2-3-3. 2-3-2? Ah ja, 2-3-2. Gut, zweimal den Blut zum Fraptor, dann zweimal den Flusskrokolisk. Morlock Gezeitenjäger. Wo ist denn der? Da ist er. Ich werde die Modifikation gleich reinpacken. Ich hau erstmal hier erstmal alles rein. Säurehaltiger Schlamm. Was er mir vorgeschlagen hatte. Blutelfenklettern, da ist er doch. Hätte ich gleich mal reingenommen. Jägerin der Klingenhauer. Eiswind-Jedi. So viele Monster. Ich will gerade meine Magierin wieder haben. Aber nein, ich habe ja gesagt, wir spielen.
Wir spielen Hearthstone. Wir spielen alle Klassen. Wir spielen Hearthstone, aber alle Klassen. Dunkelschuppenheilung. Oh, die haben wir auch schon ewig nicht mehr benutzt. Frostwolfs Kriegerfürst. Zweimal Ogre der Felsfäuste. Und noch einmal den Champion von Sturmwind. So, das sind die 30 Karten. Das gleiche werde ich erstmal speichern, ganz kurz. Jetzt werde ich es modifizieren. Level 2 zum minus 2 mal Gerechtigkeit des Lichts und Echtzilber. Okay, können wir gleich mal rausmachen. Den Chat lese ich gleich wieder, Leute. Don't worry. Level 4 gnomische Erfindung und Schildmeister von Zenjin raus. Genau. Für. Naja, jetzt noch nicht. Sorry, Feuertor, aber gleich. Zweimal Weihe. Siehst du, Weihe. Das ist ein 5er, hat das doch. Genau, 4 hat das gekostet. Level 8 dunkel. Level. Welches Level bin ich? 7 oder 8? Wächter der Könige habe ich, glaube ich, noch nicht. Deswegen. Ich glaube, wir sind Level 7. Irgendwo konnte man, wie gesagt, den Paladin oder den Dings. Jetzt ist er am. Ganz toll. Gut, dann halt nicht. Will jetzt jemand ein Match machen? Möchte jemand als ein Match machen? Mhm. Auf meinen Paladin klicken. Ah, interessant. Tatsache, wunderbar, danke. Kann man, nee, lass mal weg. Muss ich selbst meinen Paladin wieder eingeben? Ach, scheiße. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob das funktioniert, aber es funktioniert. Naul! Hi, Kallax-Modus, heute nicht. So, wir werden, wie gesagt, meinen Paladin leveln. Der ist erst Level 7. Naja, Wookie-EP, schon gesehen. Macht dir, was Spott gibt und heilen kann, rein bei Pala. Heute kommt gar kein Clash of Clans Kallax-Modus. Das habe ich aber auch gestern angekündigt. Steht auch aber auch im Streamtitel. Jetzt könnt ihr auch gerne mal den Streamtitel lesen. Warum bin ich eigentlich immer zuerst dran? Finde ich eigentlich ganz gut, dass sie die Starthand. Steht direkt da drunter. Moment. Achso, Naxxramas, siehst du? Ja, die. Nee, weißt du, geisterhafte Krabbe, sollen die rein in die. Ins Paladeck? Passen die da gut? Für Dark. Flusskrokulis. Ja, Tatsache, habe ich noch nicht gelesen. Muss ich gleich mal angucken. Mache ich gleich. Achso, Paladin. Och, nee, oder? Ach, das war ja eine Einladung. Siehst du, ich wundere mich gerade. Hey, was spiele ich denn gerade? Ich wollte doch Unranked gar nicht spielen. Da sind aber diese Kack-Noobs drin. Und ja, jetzt war ich hier. Ein Eiswind Yeti. Nächste Runde. So, den Chat muss ich mal wieder aufploppen. So. Also wie gesagt, ich habe es gelesen mit dem für Dark. Muss ich mal gucken. Flusskrokulis, Goblin-Pirsch und Sonnenzornbeschützerin. Muss ich gleich mal gucken, ob das besser ist. Wenn ich das finde, ja. Ansonsten, nee. Ja, haust rein, Kallax-Mon. Ich meine, lesen ist ja sehr, sehr schwierig. Ich weiß schon. Kann ich absolut verstehen. Aber da müsst ihr halt mal durch. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Da müsst ihr auch mal durch. Nicht nur über die Randoms, die auf Twitch unterwegs sind, sondern ihr auch. Ich finde das einfach so traurig. Eigentlich sollte ich aus Solidarität zu anderen Spielen einfach mal gar kein Clash of Clans mehr spielen. Was einfach nur ätzt. Kein Clash of Clans mehr, Dirk, du bist uninteressant. Oh, ist ja live gerade. Ja, Hallöchen. An alle Neuen, die dazugekommen sind, natürlich auch wieder ein Hallöchen. Ich weiß gar nicht, wer ist denn alles dazugekommen. Der Fresh DDG und AEQ, glaube ich. Und der Navogin, den ich gerade spiele. Ruft einen Murloc-Speer herbei. Soll ich den herbeirufen? Oder noch ein Blut zum. Er hat auch Weihe, ne? Ich ruf mal den lieber herbei. Ist mir zu risky, dass er alles zerstört mit einer Weihe. Was, Head Gaming? Was ist los? Was heißt ich? Ich. Ich finde die Kartenring cool, den er hat. Ja, muss ja sein. Ich meine, hey, komm. Jeder hat die. Muss ja sein. Also wäre sonst unfair, wenn nicht, nicht wahr? Mich kotzt es einfach nur noch an, dass jeder diese fucking Karte hat. Das ist so lächerlich. Jeder hat sie, außer ich. Ja, muss ich eh benutzen. Benutze ich ihn einfach mal. Na komm, auf da. Wobei ich hätte jetzt hätte ich eine gute Karte, jetzt hätte ich eine bessere Karte setzen können. Ja, das war vielleicht fail. Egal. Ich find's gut, dass wir ganze Viewer haben bei Hearthstone.
Ich begrüße natürlich jeden einzelnen Viewer, auch wenn ihr nicht angemeldet seid. Dark Snake One ist auch dabei, hallöchen. Ja, willkommen zurück, Absolution Tonics. Und hör auf meinen Bildschirm zu gucken. Na wo, das ist unfair. Raus mit dir. Ich weiß ganz genau, dass du den Stream anguckst, sonst... Ja. Das ist nicht cool, Leute, wirklich. Seid wenigstens so fair und geht raus, ansonsten ist das nicht cool. Dann hast du ein 10-10. Was 10? Achso, ja, ja. Wegen irgendwie den gegnerischen Karten, glaube ich, ne? War das gewesen. So. Machen wir noch ein Eis? Nee, jetzt nicht. Ich frage mich, ob wir machen den kaputt. Wir machen den kaputt. Jetzt übernimmt er bestimmt irgendeinen, ist ja egal welchen. Wobei, ich kann ihn noch angreifen, das ist kein Problem. Das ist kein Ding. Der ist ruhig angreifen. Nee, das ist nicht... egal. Ja, ich würde das gerne haben. Er hat ziemlich viele Karten auf der Hand. Ich weiß gar nicht, ob das da war, dieser Kriegsfürst mit den Karten oder auf den... Mit den Einheiten auf dem Feld, das kann auch sein. Du hast dein Internet, warum hast du dein Internet? Ich mag mein Internet, ich liebe es. Ist total cool. Ach so, und jetzt Benutzerweihe. Aber muss ja sein. Wäre langweilig sonst. Genau aus diesem Grund habe ich nicht alle Einheiten gespielt. Genau aus diesem Grund. Na wo, es wäre total cool, wenn du nicht warten würdest, den Stream-Delay, bis du meine Karten siehst. Wäre total fair. Sportsman-like. So, kann ich ja mal, dann kann ich ja dein Dings wieder wegmachen, den Favorit auf deinem Kommentar. Danke für übrigens für das Deck, Wookie. Thanks. Wie auffällig er das macht, im Stream zu schauen. Oh mein Gott, das ist ja peinlich. Oh mein Gott, vielleicht sollte ich so einen riesen Balken über meine Karten unten hinlegen. Würde euch das gefallen? Nee, wa? Ich kann da so ein riesiges schwarzes sexy Kästchen da hinlegen. Ach, vielleicht ist er auch eingepennt, das kann auch sein. Nee, jetzt hat er den Zug, glaube ich, beendet. Okay, wir haben ein... Oh, das ist nicht schlecht, das ist cool. Benutze ich den? Also erstmal setzen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Ja, das war eine gemeine Kombo. Mit Gleichheit und dann Weihe. Schon krass. Er wird noch eine Weihe haben. Aber nicht so cool. Und nochmal Weihe. War ja klar. Ach nee, heiliges Licht. Ich hatte ja Weihe gespielt. Sah so danach aus. Und noch eine Zauberkarte. Gönnt man sich. Nein, ist ja total easy. Ich könnte ja auch Weihe spielen, aber ich weiß nicht. Lohnt sich das jetzt schon? Ja, es gibt natürlich noch Zauberkarten. Es lohnt sich. 12. Ja, irgendwie wird das nicht mehr viel. Die Waffe ist so krass, das ist natürlich wieder eine Epic, weißt du? Epic Legendary ist auch egal. Zumindest mega krass. Ich könnte die Waffe zerstören, lohnt jetzt aber überhaupt nicht mehr, finde ich. Ich muss trotzdem eine Einheit spielen. Ich könnte 3 Schaden verursachen, dann mit meinem Echtsilberdinger kaputt machen und ja, ist dann doof gelaufen. Verdammt, der lebt ja dann immer noch. Das ist ja auch doof. Ja, ich muss es machen. Achso, ich ziehe sogar eine Karte, siehst du? Ruft einen Murloc-Speer herbei. Siehst du, das passt doch wunderbar. Für die Gerechtigkeit. Setz mal den einfach hin.
Irgendwie finde ich, lohnt sich das jetzt nicht, die Waffe zu zerstören, wenn sie noch eine Haltbarkeit hat. Vielleicht gibt es da noch eine bessere für den Paladin, wenn er dann sein Ding hier spielt. Sein riesen Echt-Silber-Champion. Vielleicht dann. Hat er auch noch eine Haltbarkeit, aber hat wenigstens 4 Schaden. Stimmt, mit der Angriff kann er auch noch. Ist ja nur ein Nebeneffekt. Ist ja nur ein Nebeneffekt. So verursacht 3 Schaden, zieht eine Karte. Das lohnt sich aber jetzt aber gar nicht für die. Melde mich zum Dienst. Lohnt sich das, den anzugreifen? Ja, oder? Ja, hätte er nicht 2-1, würde er mich nicht nerven, aber er hat 2-1. Das ist das Dumme daran. Ach komm, mach einfach. Scheiß drauf. Hallöchen, Well 2727. Hallo, Well. Patsch. Vielleicht sollte ich meine Helden dann auch langsam mal offscreen. Weil ich merke schon, ich komme nicht wirklich dazu, meine Helden zu leveln. Das ist krass. Ja, aber jetzt noch nicht. Also es lohnt nicht, einen Damage zu machen damit, finde ich. Jetzt lohnt es halt, weißt du? Hi Eisenring 55, was geht? Wie geht's dir so? Was geht bei dir ab? Logisch, lohnt sich immer eine Karte zu ziehen. Vor allem, wenn der Gegner 5 hat und wir nur eine. Aber wie gesagt, auf eine Ein-Leben-Einheit finde ich, das ist Verschwendung. Weil ich halt weiß, dass er halt noch stärkere spielt. Und da hat sich der Friedensbewahrer doch wunderbar dazu geeignet, den zu killen. Verstehst? Verstehst? Ja, mir geht's natürlich auch gut. Hearthstone am Start. Achso, ich meine, ist ja wieder eine Epic, ne? Also ich meine, ist egal. Ich habe nicht eine einzige, aber wenn eine andere Epic hat, ist ja egal. Hi, RUMQ. Ich habe zwar gesagt, ihr sollt gerne mal fairerweise ein gleich starkes Deck haben, aber ist okay. Ist okay. Alles okay. So, für jeden anderen befreundeten Diener. Melde mich zum Dienst. Ein Schuss, ein Dann lohnt sich der richtig, wa? 9-9. Mal gucken, ob er jetzt... Vielleicht setzt er wieder Gleichheit und Weihe ein. Die Kombination ist ja richtig, richtig gemein. Vielleicht spielt das ja, wer weiß. Er hat ja alles drin. Ich meine, er hat ja 5 Millionen Epics und Legendaries und hast du nicht gesehen... Ich habe zwar nicht eine einzige, aber hey, ist doch total fair. Nett, nett, nett. Nein, heute keine Points. Ihr mit euren Points, also wirklich. So, nee, das bringt natürlich auch nichts. Loa Tap kann ich damit auf jeden Fall besiegen. So. Tschu. Alter, geht mir mit euren... Nein, böser RUMQD. Nix da. Ich kann die auch nicht ausstellen. Snidebot. Übrigens ist das eh standardmäßig und heute gibt es keine Base Reviews. So. Er spielt Gleichheit und Weihe, kann ich jetzt schon dir sagen. Achso. Tja, logisch. Ja, komm, Alter, was der für Karten hat, ist so lächerlich. Was hat er denn? Ja, Wächter, komm, gönn dir wirklich. Total spaßig, muss ich sagen, wenn ihr wirklich immer total nett, faire Karten hier habt auf dem Feld. Was glotzt so für die Horde? Nicht so toll, Leute, muss ich sagen. Ein faires Match wäre nett. Ja, Drachenzorn, das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, Hearthstone. Wenn man es denn kann, dann ist es auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Aber ja, wenn er halt gegen sowas spielt, ist es halt richtig unfair, macht auch keinen Spaß. Wenn halt der Gegner wirklich nur Legendaries und alles hat, alle Naxxramas-Karten, macht nicht so wirklich Fun, muss ich sagen.
Das ist okay. Also ohne die Heilung hätte er schon verloren. Er hätte schon 13 HP geheilt. Also weiß nicht, warum die Gegner ständig so viel HP heilen. Ja, Level 10, aber ich bin Level 7. Und nächste Legendary. Mein, hallo, ist total fair, oder? Und schon wieder Leben. 18, 19 Leben wiederhergestellt heute. Also wäre jetzt schon down eigentlich, aber okay. Ich meine, ist total fair. Kommt schon, Leute, ist ja egal. Aschenbringer mit 5-3 legt er hin. Awesome. Achso, als. Ja, komm, als Waffe auch noch. Ja, komm, gönn dir, wirklich. Achso, ich hab noch gar nicht. Na, Nachtraumas haben wir früher alle umsonst bekommen, ne? Alle Flügel. Alle Flügel umsonst bekommen. Einfach. Easy going. Ich meine, das sind ja nur 50 Millionen Gold, die man dafür farmen muss. Ja, kein Ding. Ja, komm, langsam ist es nicht mehr lustig. Macht keinen Spaß, ehrlich gesagt. Ich meine, ich sag ein faires Match und dann. Naja. Okay. Mir wurde gesagt, es gaben alle Flügel umsonst. Einmal wurde nur der erste Flügel gegeben, ja. Und sonst wurde man. Sonst hatte man alle Flügel bekommen. Ja, komm, ey, fick dich ernsthaft. Was ist denn das für ein faires Match? Leck mich am Arsch, ey, wirklich. Kannst dir das sparen. Ich habe 3 GVGs umsonst bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Ich mache einen Unranked. Ne, warte mal, lass mal einen Ranked machen. Ist immer noch besser. Also mir wurde gestern gesagt, unter dem Hearthstone-Video, oder vorgestern, weiß ich gar nicht, dass alle Flügel umsonst gaben. Und selbst wenn es nur der erste Flügel war, ich meine, das sind 700 Gold, ne? Und 700 Gold sind auch nicht gerade wenig. Ne, Wookie, habe ich keinen Bock, selbst wenn ich hätte gewinnen können, ist doch egal. Ich meine, ich möchte gerne faire Matches haben, wenn die Leute gegen mich spielen dürfen und dann habe ich auch kein... Ach, ich spiele Uta, wa? Scheiße. Dann will ich nicht, dass die Leute wirklich permanent Legendaries und Epics haben. Das ist einfach nur langweilig und ständig meinen Stream snipen. Ist ja auch dumm. Wenn, dann will ich wirklich Sportsmann faires Dings haben, faires Match. Ansonsten macht es auch keinen Spaß. Da kann man sich die Viewer-Games mit den bestimmten Leuten auch sparen. Kann man die kicken irgendwie? Geht das hier? Ah ja, hier. Entfernen. Na, nicht jetzt. Okay, gegen Garrosh. Siehst du bei jeder Alter. Oh, fickt euch, Alter, warum ruft ihr mich alle an? Jetzt leckt mich am Arsch, ich gehe nicht ans Handy ran, ey, weg damit. Weißt du, den ganzen Tag rufen sie nicht an und dann irgendwann am Abend, wenn ich spiele, rufen sie alle an. Können mich am Arsch lecken. Gut, dann gucken wir mal. Flusskrokolis, gell, ich komme irgendwie nicht so wirklich voran, ne? Weil der zerstört jedes Mal meine Einheiten. So, ja. Oh, ich spiele, glaube ich, gegen den Gastwirt, Alter. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr. Diese Einheiten zu leveln ist sowas von scheiße, weil diese Einheiten einfach scheiße sind. Ich würde nur noch den Magier spielen. Ne, ich spiele jetzt nur noch Magier gleich weiter. Keine Lust, die Einheiten zu leveln. Das war es eigentlich schon wieder gewesen. 3, 2, 2, alle nur ein Leben. Aber er hat natürlich wieder einen Spotter, der eigentlich normalerweise 4 Mana kostet. Nächste Axt, ja. Ich meine, hat er alles auf der Hand. Alles auf der Hand. Gibt sich 5 Millionen Schild. Ja, aber klar. 5 Millionen Schild. Weihe könnte ich auch benutzen. Das wäre ein guter Hinweis. Oder wäre eine gute Karte. Ich sie, ja, ich könnte sie ziehen. Lohnt sich das? Lohnt sich eigentlich. Das sind mir zu viele Einheiten, die vor allem 2 Damage haben. Hätten sie 1 Damage, würde es mich nicht stören, aber 2 Damage ist schon krass. Lepra genommen habe ich auch noch nicht. Hat komischerweise auch jeder im Deck. Komischerweise hat das scheiß Ding jeder im Deck. Ist der Murdoch-Spiel eigentlich Ansturm? Weiß gar nicht. Hat der Charge, der Murdoch-Spiel? Ich google mal ganz kurz.
Murlock-Speer. Lasst mich nachdenken. Ansturm. Ich glaube, der hat Ansturm, ne? Murlock-Speer. Ne, hat er nicht. Okay. Er hat 1-1 mit 0 Mana. Gut, dann kann man den nicht spielen. Ja, IUMQD, weil alle komischerweise Clash of Clans sehen wollen, aber wenn es kein Clash of Clans gibt, dann ist halt Pech, ne? Für die. Ja, Karl-Heinz Pete, welcome back. Bam, ich meine, komm, gönn dir 5000 Damage und alles. Ja, komm doch, charge mit. Du meinst den blauen? Ich weiß nicht, welchen ich meine. Natürlich, ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll, hallo? Charge, charge, charge. Ich bin jetzt erst gesehen. Du meinst den blauen? Ja, kann sein. Es gibt auch irgendeinen Murloc, hat auf jeden Fall einen Ansturm, aber es ist halt nicht der. Der hat doch nur Mana-Kosten. Meine Karten sind gerade so komisch, oder ist das normal? Sieht gerade ein bisschen komisch aus hier unten so. Ich dachte, die sind mal so handmäßig gefächert. Ah, jetzt wieder. Gut, dann werden wir ihn mal zerstören, würde ich sagen. Ui. Bing. Ah, ich hätte vorhin Rekunden spielen sollen. No, fail. Fail, fail. Ärgerlich. So verkackt man es teilweise. Man könnte noch mehr rausholen. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Es gibt zwei mit Ansturm. Es gibt so viele mit Ansturm. Too much. Oh, Prioria, mein Russe oder russisch-kyrillische Schrift. Oh, geile Sache, auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht. Sonst immer nur Englisch, ja? Achso. Achso, ich bin schon tot. Ja, ja, okay. Ja, gut gespielt. Ich meine, er hat nur Epics und Legendaries und House, gar nicht, kein Problem. Aber ja, so ist das, ne? Ich habe keine Lust mehr auf diese scheiß Klassen. Ich spiele jetzt mit Magier weiter. Sonst verliere ich hier nur Sterne, ist ja auch doof. Ich level das irgendwann anders mal, gegen den Gastwirt oder so. Gegen den macht das zwar keinen Spaß, aber wenn ich irgendwann offscreen mal das mache, dann passt es schon. Nee, alle anderen Klassen sind scheiße. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen nur mit dem Magier Spaß gehabt und die alle anderen Klassen sind einfach kacke. Ich liebe nur den Magier, wirklich. Und jetzt, da der Wookie-App hier noch ein bisschen ein paar Tipps gegeben hat, wie ich diese hässlichen Naxxramas-Karten rauskriege. Ja, mein Nightpod ist böse. Nee, Schaman ist auch kacke. Ich will nur Magier haben, das reicht mir. Ich will keinen anderen. Ich will keinen anderen haben. Ich bin schon wieder zuerst dran, ne? Ist ja logisch. Ist ja logisch. Da, komm. Hätte man Eis-Video auch noch wegmachen können. Das ist immer so, weißt du? Grüße. Ich mach keine Witze. Ach nee, hier, gut gespielt. Hier, Grüße. Hallo. Danke. Ich mach keine Witze. Wer irgendwie mit Clash of Clans ankommt, wird gekickt. Weil ich da langsam keinen Bock heute mehr drauf habe. Das ist kein Spaß. Okay, auch nicht zünden. Ich kann ihm aber... Ne, Shovel Knight ist keine App. Puh, hätte ich nächste Runde einen Mana übrig, das ist ja auch dumm. 1-1, lohnt sich das denn? Gucken wir mal. Ne, Shovel Knight ist ein PC-Spiel, ein Steam-Spiel, eher gesagt. Was hat er jetzt gespielt? Ja, benachbarte Diener Logo. Gönnt man sich. Ich glaube, ich muss nochmal ein Dings ziehen, ansonsten bin ich ziemlich im Arsch. Nächste Runde ein Icewind Yeti, ab dann geht's ab. Ich finde Jäger muss ich sagen, ist auch einer der cooleren Decks, aber ich finde halt seine Heldenfähigkeit nicht ganz so awesome wie der Magier, ne? Er hat jetzt ja schon golden, what the fuck? Ich finde halt, es gibt ja auch so eine Karte von Jäger, die den zuverlässigen Schuss irgendwo hinlenkt, also nicht nur auf den Helden. Ja, ich meine, hat er dagegen locker. Und dann finde ich dann echt cool, aber naja. Gönnt man sich.
Das ist ja Verschwendung, finde ich, den Spotter zu benutzen. Aber muss man. Ja, ich habe natürlich keine 2-Mana-Einheit mehr, ne? Beschissen. Achso, hat sogar. Ja, wie gesagt, also Legend. Natürlich sind Legendaries gut, hallo? Ja, komm, ist alles dagegen. Gönnt man sich alles dagegen. Ich meine, warum sollte ich mal überhaupt eine Karte auf dem Feld behalten dürfen? Ich meine, ist so total unnötig. Beschissene Drecksstarthand. Ja, ja, der Wookie hat's ausgesprochen, wenn man Legendaries mal kriegt. Ich habe bisher noch keine, also... Hey. Und Arena kann ich auch nicht spielen, weil ich Geld für Naxxramas brauche. Ich will diesen Sludge-Badger haben. Ja, ich meine, du hast bestimmt auch schon Jahre gespielt jetzt. Wer weiß. Misha! Okay, ja, setzt Leben auf 1, auf 0. Mach am besten auf minus 2, damit ich gar nichts mehr machen kann. Arsch, ey. Ja, sollte ja auch richtig sein, dass man 50% mit dem Deck gewinnt, weil sonst wäre es ja nicht ausgeglichen. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal gewinnt man, mal verliert man. Bei 50% ist so, ja, natürlich besser, wäre natürlich immer noch besser. Dann steigt man halt auch. Na, schade, dass du nicht entzündet hast, entzaubert. Entzündet, ha! Was wird er da haben? Eine Snake Trap. Ich hab noch ganze 9 Leben, Leute, seht ihr? Ich hab noch ganze 8 Leben. Oh, krass. Ich gewinne jetzt noch. Leute, Leute. Na, ich bekomme auch eine Müll. Ist kein Ding. Na, lohnt sich das denn jetzt? Sollen wir gleich 5 Millionen Snakes spielen oder so? Eiskettefalle. Okay, das ist okay. Das ist okay. Jetzt kann ich nämlich noch einen Eber rufen. Nächste Runde. Ah, ich habe nur noch 4 Runden, um dich zu besiegen, ne? Weil sonst zerstört er mich mit seinem... Ja, komm, noch ein Secret. Er gönnt sich jedes Mal ein Secret. Ich meine, ich habe nie ein einziges Secret im Deck drin. Ich habe sowieso verloren. Es bringt nichts mehr. Ich kann nichts mehr gegen den machen. 4 Runden habe ich nur noch Zeit und er spielt die selbe Kopie, ne? Okay. Doch nicht. Ich habe nur noch 3 Runden. Ja, jetzt hat er irgendeine Karte gezogen, mit der er mich damagen kann. Hundertprozentig. Macht 3 Schaden. So. Ein Cheap kriege ich auch nicht. Also ich hab bisher noch kein einziges Schaf gesehen. Nö, warum sollte man das Schaf kriegen? Ist ja unnötig. Unnötig. Ja, ich habe verloren. Das ist so lächerlich, Alter. Das ist behindert, dass sie jedes Mal alles Naxxramas Karten haben und alles und ich nicht ein bisschen was habe. Natürlich ist er da. Wookie, was gibt's denn für eine coole Karte für einen Magier, der sich heilen kann? Weil ich brauche wirklich Heilkarten. Ich habe jetzt schon so oft verloren, weil ich einfach out of life gegangen bin, weil ich keine einzige Heilkarte drin habe. Das ist dumm. Ah, bringt's nicht. Ich brauche einen Healbot. Ne, denke ich auch nicht, dass ich den habe. Ich habe nichts. Ich habe nichts davon. Ja, GG, Alter. Das ist so lächerlich, wirklich. Das ist so lächerlich. Ne, reicht nicht. Schade. Klar, eine Runde noch, dann hätte ich gewonnen. Aber ne, ist nicht. Ah, lächerlich, wirklich. Oh Mann, das ist so erbärmlich. Gut gespielt.
Ich habe keine Secrets. Ich habe keine Ahnung, wo ich diesen behinderten Eisblock und alles herkriege. Natürlich habe ich nichts davon. Eine verfickte Runde, weißt du? Gibt's doch keine... Eisbarriere und Eisblock heilt doch gar nicht. What the fuck? Was laberst du? Eisbarriere könnte man... Ja. Eisbarriere wäre ganz cool. 50, 40 kostet das zum Herstellen. Ja, danke, Diriana. Ich dachte, ich krieg die jetzt durch... Ja, natürlich kriegt ihr nur durch Craft oder durch Kartenpacks. Das ist das Einzige, woraus man die kriegt. Diese ganzen Basiskarten kriegt man natürlich durch das Level Up, logisch. Ah, ich brauche einen Heilbot. Ich brauche den. Den brauche ich. Den brauche ich in meinem Deck. Ja, ich hätte sonst gewonnen, aber naja. Gegner lackt halt wie immer rum. Ist ja nichts Neues. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ist ja nicht das erste Mal gewesen. Das ist so traurig. Ja, Naxxramas ist gut. Wookie, kannst du bitte mal überlegen, wie soll ich denn bitte vierte Ebene... Ich höre auf zu spielen, Alter. Jedes Mal bin ich zuerst dran. Kann ich bitte mal wieder zweites drankommen? Ja, worauf soll ich denn sonst sparen? Ein Arena ist da auch beschissen. Verliere ich da auch nur ohne die Naxxen? Ja gut, das ist natürlich alles neu erstellt, ne? Gut, habe ich nichts gesagt. Ja, ich weiß aber nicht, ob es Arena lohnt. Mit Luck hast du 0 Wins. Oder mit Pech. Mit Luck. Mit Pech hast du wirklich 0 Wins. Und das war's dann. Hast du wieder schön viel alles Gold rausgegeben. Ich find's mal total beläuft, wenn die Leute sagen: Ja, das mach mal so ein Deck jetzt mit 25.000 Naxxramas-Karten. Dann machst du Lord Jaraxxus noch rein. Dann machst du Ragnaros noch rein. Ja, komm, verursacht 3 Schaden. Gönn dir alles, Ralf. Piss dich, Alter. Ja, ich weiß, dass ich in der Arena alle Karten habe. Ist mir durchaus bewusst. Danke. Ja, aber was benutzt mir eine Packung 150 Gold? Das ist so lächerlich. Schade. Ja, man kriegt ja gar keine Classic-Packs mehr durch die Arena, nur noch Goblin vs. Goblin. Und bestimmt mit Taunt, wa? Ne, doch, mit 2-2, gönn dir. Achso, ne, mit 2-2, logisch, durch diesen scheiß benachbarten Typen hier. Lass mal meinen Schwein in Ruhe, danke. Ah, kann ja gar nicht angreifen. Ha, Noob. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Was hat er? Zauberstand plus 1. Habe ich Murlocs? Habe ich nicht. Habe ich sowieso nicht. Kann man ruhig rufen. Ja, 3 Wins. Ah, du hast doch gerade gesagt, selbst bei 0 Wins. Ich habe ja gesagt, mit Pech kriegt man selbst 0 Wins. Oder 1 Win, was weiß ich. Natürlich muss man halt sein, die Dings kennen. Die ganzen Karten und so weiter. Was, wie die synergieren und so weiter. Ja, komm, fick dich einfach nur. Das ist einfach nur ein Lachhaft, dieser scheiß Drall, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder los? Leck mich am Arsch. Bin gerade mad. Diese Totems sind sowas von lächerlich. Naja, aber Karten ist halt kein Booster-Pack, ne? Eine Karte mit Glück, eine Karte, wenn du 150 Gold bekommst. Und wem, was macht er jetzt noch?
Ja, muss ja sein. Ja, trotzdem muss man drei Menschen. Ja, stimmt schon, aber trotzdem kriegt man halt kein Gold durch die Dings. Durch die Siege. Hey, gib mir mit den Totems richtig auf den Sack, muss ich euch sagen. Gib mir richtig, richtig auf den Sack. Einmal auf den bitte. Ah, danke schön. Ja, habe ich. Kostenlose Runde habe ich mit 1-3 beendet. Oder 2-3, ich glaube 1-3 war es gewesen. Also, nicht sehr erfolgreich. Ich habe auch beschissene Karten zusammengemixt. Das ist einfach nur lachhaft. Was hat denn der für Karten, der Typ? Cheap? Cheap. Weg damit. Wenn man 12-mal gewinnt. Oh, Wookie, wirklich. Also könnt ihr auf mal rumzuspinnen? Ich bin ein Anfänger. Und da ist es wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Guck mal. Kennt ihr den noch? Kennt ihr den noch? Ich sehe ihn in jedem fucking Match, sehe ich den. Das ist irgendwie langweilig, der Typ. Ja, kenne ich auch. Was ist das für ein Typ? So, 1-1. Jedes Mal, wenn man Überladung spielt. Gönnt man sich, wa? Was bringt mir 100 Gold? 100 Gold ist nichts. 100 Gold ist ein Witz in diesem Spiel. Ich habe 200.000 Gold sind ein Witz in diesem Spiel, wenn Naxxramas allein 700 kostet. Titel Arena 150. Und bei Arena ist halt wie gesagt das Gute halt, man kriegt mal ein bisschen was wieder. Okay, ich habe keinen Bock mehr wirklich. Ja, komm, komm, hau alles rein hier, ey, wirklich. Ich habe gar keinen Bock mehr. Es ist so lachhaft. Dieses Spiel ist so lächerlich. Wenn man 100 für diese ganzen Quests kriegt, diese Hidden Quests. Das ist so langweilig, wirklich. Ne, ich habe keine Lust mehr auf Hearthstone. Ich spiele auch in den Aufnahmen niemals eine Stunde. Ich mache meistens immer nur 15 Minuten, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Drecksgame. Das ist einfach so. Danke dir, Rihanna. Danke fürs Vorrechnen. Ja, Caro, ich bin nicht besser. Ich falle jetzt auch auf 16, auf 18 wieder hoch. Hat er 4 Murlocs bekommen, ist ja sein. Also kommt wieder eine Legendary hat er hier bekommen. Und ja, noch eine Epic Legendary. Ich meine, ist total fair gewesen, muss ich sagen. Absolut fair, muss ich sagen, wirklich. Er hat nur Legendaries, Epics, er hat Naxxramas Karten, hat alles. So macht Hearthstone richtig Spaß, Leute. Und aus diesem Grund habe ich nämlich auch gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel gehabt. Deswegen habe ich es 2 Wochen lang nicht gespielt. Dieses Drecksgame hat es einfach in die Tonne treten teilweise. Es ist einfach, dieses Matchmaking ist behindert. Warum hat denn jeder diese behinderten Wix-Naxxramas-Karten und jede Legendary und jede Epic hat jeder? Nur ich nicht. Wütiger Gegner. Fick dich, Gegner, hat der. Spasti. Was krieg ich wieder? Wunderbar. Vierer-Karten, Logo. Ja, dann sollen sie mir verdammt nochmal auch richtige Gegner geben. Leute, die ihn seit einem Monat spielen, genau wie ich. Und nicht so ein Scheiß. Na, wie gesagt, man hätte halt von Anfang an spielen müssen, seit der Alpha. Hätte man alles umsonst bekommen eigentlich. Wahrscheinlich kriegt jeder einzelne Spieler, der seit früher gespielt hat, alles in den Arsch gesteckt. Lepra-Gnome hat auch jeder, gönnt man sich. Nö, wenn ich keinen Bock auf Spiele habe, dann spiele ich sie nicht so einfach, Wookie. Wenn ich auch keinen Bock auf Hearthstone mehr habe, dann spiele ich es nicht. Ist mir egal.
Dann habe ich keinen Bock auf diese Drecksgames, weißt du? Das war dumm gewesen, sehr dumm gewesen. Das war mega dumm gewesen, einfach nur. Meine arme Karte. Der nächste mit 3-1 und noch mehr Einser-Karten. Aber ich habe ja einen Flamethrower auf der Hand, kein Problem. Den kann ich ja dann in 72 Runden benutzen. Hat man mit seinem Lebrag nur mal einen Blutsumraptor killen sollen. Und nächste Runde kann ich immer noch nicht spielen, weil ich 7-4-4-4-4 habe. Ich meine, warum sollte man? Ist ja egal. Matt ist bestimmt Champion von Sturmwind. Ich kann nichts spielen, das ist so lächerlich. Wer ist denn das? Hi Mooney Place, was geht? Ist auch dumm. Ich kann nicht spielen, weil die immer genau 2 Damage haben, die Typen. Ah, nächste Runde setzt. Kann ich wenigstens mal Einheiten spielen? Boah, geil, ey. Hi Lincho, was geht? Ihr kommt aber. Cool. Alter, ich hau dir wirklich gleich einen rein. Was ist denn das mit dem Basisdeck? Basisdeck, du kannst mit dem Basisdeck nicht gewinnen. Total aufbauen, wirklich. Da finde ich total lustig, deine Kommentare mal zu lesen. Hm, du hast keine Chance mit diesem Deck. Bitte mal ein bisschen aufbauen, ansonsten habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Dann war es der einzige und letzte Hearthstone-Stream ever. Dann mache ich nur noch Videos davon. Dann reicht mir das auch. So, er macht jetzt... Ja, okay, natürlich. 5-2 mit einer Einheit. Und er hat immer noch 50.000 Karten auf der Hand. Aber jetzt kann ich auch mal wenigstens ein paar Karten spielen. Das Spiel heißt Hearthstone, wie es auch im Titel steht, glaube ich. Und auch in dem Spiel, was ich gerade spiele. Das heißt Hearthstone. Da hat 2 Dark Bombs. Cool. Fair. Wirklich fair. Krass, ey. Dark Bombs sind auch nicht. Weißt du, Dark Bombs bekommen auch nicht einen Levelaufstieg, glaube ich. Nein, ich spiele heute kein Clash of Clans. Na, halt Gaming MP, nicht so gemeint. Ja, komm, schön 8-8er. Gönnt man sich. Also, den liebe ich total, wirklich. Was ist denn das für ein Typ? Ach so, es gibt auch sowas cool. Ja, Goblin vs. Goblin halt, ne? Goblin vs. Goblin. Chip, chip. Aktuell gar nicht. Der Effekt ist jetzt aus mit Points. Ey, ich jedes Mal, wenn ich auf die raufgucke, haben die jedes Mal so ein fucking Legendary oder so ein Epic-Symbol. Das ist so lachhaft. Das ist mehr als lächerlich, ist das. Es gibt kein Match, was ausgeglichen ist. Jeder hat Legendaries und Epics. Ich weiß nicht, wie lange ihr spielt. Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr reingesteckt habt. Und trotzdem werde ich gegen solche Leute gematcht. Mega stupid. Karo, der heißt nicht Pant, der heißt HD Gaming LP Endmore. Und kein Panda. Ja.
Das heißt doch nicht, nur weil der jemand die Klasse hat, heißt doch nicht, dass er spielen kann. Es kann doch totaler Noob dahinter sitzen. So wie ich. Aktuell bei... Ja, wie aktuell halt. Oh. Jaina gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Eine gute Hand, finde ich. Ja, Wookie-App, ich weiß nicht, wie du das vergleichen willst. Ja, Caro. Ich weiß nicht, wie du es vergleichen willst. Die ganzen Leute sind unterschiedlich stark. Es kann doch Legend-Leute geben, die einfach scheiße sind. Weil, weiß ich nicht, weil sie betrunken sind, weil sie sich Drogen gegeben haben oder so. Du kannst nicht immer alles pauschalisieren. Das geht nicht. Was, wir zocken jetzt? Ja, können wir auch gerne nacheinander. Wenn du willst, können wir gerne gegeneinander spielen gleich. Habe ich jetzt anscheinend verpasst. Vergessen, wie auch immer. Nicht das, die Münze wollte ich spielen. Ich habe dich nicht gesehen, dass du spielen willst. Vielleicht hat Nightbot dein Dings gelöscht. Kann auch sein. Aber ich habe nicht gesehen, dass du spielen willst gegen mich. Ja, ganz zufällig hat er genau die getroffen. Gönnt man sich. Tja, zufällig. Zufällig ist das. Na, wenn ich das mache, bringt es eh nichts. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will auch so einen Mana-Wurm haben. Wo krieg ich denn her? Der ist total OP beim Magier. Du lässt einen Epic. Ich habe auch keinen Epic. Epic raus. Wenn ihr fair spielen wollt, dann lasst die Epics raus. Das bringt eh nichts, den zu spielen. Ja, ja, 50%. Ja, ja. Habe ich schon öfter gelesen, 50%. Ich habe den angeblich. Ich habe ihn, weiß ich, zumindest bisher noch nicht gesehen. Der nächste. Ja, natürlich hat er den nächsten, weil schon, ja, ist egal. Können wir gerne machen danach, wenn du willst. HD Gaming, wie heißt du in-game? Battle.net? Oder hast du mich geaddet? Nein, hast du mich nicht geaddet. Ja, Caro. Du mit deinem WoW. Sicher. Den Malerum zerstören. Mir zu risky, dass er irgendwie nochmal ein Feuerdings draufhaut. Genug Karten schon gezogen, der Typ. Ey, der hat so ein halbes Deck gerade gezogen schon. Schade. Hätte mir auf jeden Fall was gebracht. Den kann ich ja aktuell noch nicht besiegen. Deswegen weg damit. Wir können euch auch mal Karten... Naja, kann ich Karten ziehen? Eigentlich... weiß ich nicht. Soll ich Karten ziehen? Jetzt ziehen Karten. Lohnt sich nicht. Ja, wie gesagt, erinnert mich Dark Hunter Raute 2923. Der hat zu viele Karten auf der Hand, der wird mich eiskalt zerstören.
Ja, alle eingefroren. Krasser Shit. Krasser Shit. Lohnt sich das, der Dings? Er wird einen Flamethrower haben nächste Runde. Dann lohnt sich das nicht. Wobei, wenn ich ihn buffe, dann hat der ja noch einen dazu. Aber dann macht der... Na, okay. Benutzen wir mal. Mit dem Flamethrower kann er den mittleren zumindest nicht besiegen. Noch kein Freunde-Anfrage. Vielleicht ist meine Friends auch schon voll mit 70. Kann ja auch sein. Cheap, cheap. Aber zumindest kann er jetzt keinen Dings mehr setzen. Kein Flamethrower. Kein Flamestrike, nicht Flamestrow. Warum sag ich mal Flamestrow? Und ein Secret. Alter, jeder. Muss ja sein. Ich will aber wissen, was er hat. Okay. Dann spielt er eine Kopie von der Karte, die ich jetzt spiele. Gut, dann spielen wir noch ein Ogre. Ich bin noch ein Ogre. Er schafft an, er hat schon angegriffen. Ja, wie gesagt, ich sehe aber keine Ads. Ach doch, hier oben. Siehst du, ganz oben. Dead Eye, hatte ich dich nicht schon mal? Und da spammst du mich woanders. So, irgendwo kommt mir dein Name bekannt vor. Sehr bekannt. Ja, aber klar, dass ein Flamestrike kommt. Das war klar. Das war klar, dass ein Flamestrike kommt. Oh, 300? Okay. Ich glaube, Blizzard hatte mal irgendwie geschrieben gehabt, oder ich habe zumindest mal gesehen gehabt mit 100. Aber ich kann mich auch irren, kann auch sein. Wer weiß, wer weiß. Er wird auch mal einen Feuerball benutzen. Nee, ich lasse sie ruhig angreifen, ist kein Problem. Keine Ahnung, nicht hier. Ich habe keine neuen mehr. Hast du falsch eingegeben? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das wird er gleich ein Champion von Sturm mitspielen, sage ich. Ah, nee, ist normale Karte. Nee, doch nicht. Der hat auch einen Azure Drake. Weißt du, das ist auch keine normale Karte, die man hat. Will ich auch haben. Krasser Scheiß-Spell. Komm, zieh mal noch ein paar Monster. Ich möchte meinen Flamestrike benutzen. Ja, weiß nicht, ich dachte, ich hätte auch mal gehört gehabt von Blizzard halt wegen, na, ihr wisst schon. Genau, ihr wisst schon. Flamestrike? Kann ich aber nichts mehr spielen, ist ja auch dumm. Oder halt ein Ogre und ein... Ich frage mich, ob... Was glotzt das Lingo? Nee, ich glaube, irgendwo hat mich mal jemand anders damit zugespammt gehabt, aber ich weiß es nicht genau. Aber kann mich auch irren, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wieder Cheap. Nee, oh, ach ja, stimmt, hat der Azure Drake hat auch noch Zauberschaden. Ist ja logisch. Passt ja wie immer. So, was hat er jetzt noch Schönes? Ich meine, hat er alles auf der Hand? Du bist ziemlich bekannt, ja. Ja, sicher. Hat der alles? Ist bestimmt wieder, ja, natürlich wieder eine Rare, logisch. Und der wird ihn... Ah, hat er gar nicht. Noob! Bist du ein Kacklappen, ey. Verdienst nichts anderes, als jetzt zu sterben. Azure Drake. Das ist doof. Wirklich? Den spielen? Also ich kann nichts anderes machen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ich werde jetzt auch ehrlich gesagt meinen Arkan geschossen nicht benutzen, weil ich weiß, dass zwei da treffen werden, eine hier oder zwei hier und einen da. Das ist immer so. Gefühlt ist das immer so. Ja. Du bist der Lümmel. Schön. Ach, ein Erzmagier mit 4-7. Ja, ist okay. Das ist alles nicht okay. Finde ich nicht okay. Der Mac.
Ein Cheap, ein Dings und ein da. Das ist auch doof. Ich könnte ihn cheapen, aber dann hätte ich halt keine Geheimwaffe mehr. Meine Geheimwaffe ist dann weg. So, wenn ich ihn cheape, dann mache ich ihn kaputt. Dann spiele ich einen Spotter, dann muss der den angreifen. Hat aber nicht genug Damage, okay. Also Zauberschaden plus 1 ist immer gemein. Scheiß Magier. Ich will keine Mirror Matches haben. Oh, was ist das? Achso. Patsch. Die Map spiele ich total selten, muss ich sagen, an dieses Feld. Ja, okay. Wie ich ihm, so er mir, und er hat natürlich ein Secret. Ist ja logisch. Er kann ruhig eine Einheit. Ja, mein Cheap. Cheap. Bringt mir irgendwie nicht viel. Das ist so lächerlich, wirklich. Hab's ja gesagt, es geht. Warum sollte es auf ihn gehen, weißt du? Fick dich wirklich. Hier unten rechts, also hier unten, wo der Greife liegt. Wird schwierig. Ich habe keine Karten mehr. Aber ich habe einen Flamestrike auf der Hand. Wenn ich jetzt einen Feuerball kriegen würde, wäre das auch total toll. Dann gehe ich natürlich nicht. Warum auch? So lachhaft. Und, ach, ist ja schon wieder eine Rare. Logisch, muss ja sein. Er hat ganze Deck voller Rares. Er hat nicht eine einzige normale Karte, der Typ. Feuerball, please! Gib mir doch einen fucking Feuerball, ey. Das kann doch nicht sein. Geht ja nicht, hey. Ich wette mit euch, er greift den rechten an. Huch. Jetzt habe ich meinen Hearthstone verschoben. Das ist aber ungünstig. Seht ihr das noch normal? Ne, jetzt ist das nicht mehr normal. Das ist schwarzer Rand. Ah, jetzt wieder. So, 100% stelle rechte. Was sollte ich anderes denken? Was sollte ich anderes denken? Ja, ich weiß, was du unten links meinst. Unten rechts ist keine Uhr. Gut gespielt. Ich hab keine Lust mehr. Was ist beschissen? Und der hat komischerweise 5 Millionen Karten auf der Hand. Ich hätte auch gerne mal eine Arcane-Intelligenz. Ich kann sein, dass ich eine Arcane-Intelligenz hatte. Gib mir noch einen Feuerball, Alter. Ich muss doch irgendwo noch einen fucking Feuerball im Deck haben, oder? Er hat doch schon so viel mehr Karten als ich. Er hat 3 Secrets im Deck! Ist das dein Ernst? Wehe, Alter. Ohne Scheiß. Das ist ein Eisblock, denke ich mal. Ja, habe ich gerade ein Flammensymbol gesehen? What? Ist das ein Feuerschlag? Ne, doch nicht. Sah komisch aus gerade. Ja, wenn ich ihn angreife, dann ist er eh immun. Ein tödlichen Schlag müsste immun sein. Noch ein Eis mit dir. Oh, das ist natürlich sehr toll. Flamethrow und ein. Also Flamestrike. Er hat noch eins. Ist aber nicht gut. Das ist fucking scheiße, Mann. Ich will keine so langen Matches haben. Boah, endlich mal eine Arcane-Intelligenz. Danke, dass ich auch mal eine kriege. Müsste nicht ja irgendwo ein Feuerschlag drin sein? Warum ist denn der eigentlich wieder frei? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung.
Nee, behalte ich mal. Er hat 100% noch Flamethrower auf der Hand. Er kann natürlich auch einen Pyro-Schlag auf der Hand haben mit 10 Damage. Dann hätte er gewonnen. Das ist so eine lächerliche Dreckskarte, ey! Hi, Dominik! Ach, scheiße, ja, schon wieder vergessen. Fast schon wieder das Match vergessen. Nee, zuerst. Ja, er zuerst. Jaina gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. So, 4, 6 und 7, total tolle Startrunde, muss ich sagen, Leute. Also sowas kriege ich eigentlich immer, weil Hearthstone und behindert ist. 4, 3, 7, wieder super toll, wirklich. Also Spitzenhand. Hallo. Da freue ich mich immer total zu spielen, wenn ich so eine Scheiße auf die Hand kriege beim Start. Komisch. Und ein 6er. Immerhin damit. Ich kann nicht eine einzige Karte spielen, ne? Also ich könnte Dings spielen, aber das ist ja auch dumm. Erwartet er bestimmt. Das ist total dumm. 4, 3, 7, 6. Nicht eine einzige fucking Monsterkarte mehr, die ich spielen kann bald. Jetzt muss ein Frostbezahler schon mal draußen. Ja. Warum sollte man mir mal Low-Mana-Karten geben? Ich meine, ich habe ja nur 50 davon im Deck. Das ist ja kein Problem. Mache ich auch gleich. Ich ziehe auch gleich Karten. Eine Arcane Intelligenz? Ja, ich muss die spielen, was anderes kann ich nicht. Das war's. Ja, ich krieg nur Scheiße, ey, wirklich. Das ist so lächerlich. Ich krieg nicht eine einzige Monsterkarte. Keine Ahnung wieso. Können wir mal bitte erklären, warum? Ja, natürlich kriegt der sowas, Alter. What the fuck? Aber ich habe jetzt auch gute Karten. Hört ihr jetzt mal auf, den Zeug zu spammen, Alter, sonst stelle ich mich... Ich weiß schon, warum ich mich auf D&D gestellt habe. Weg jetzt, tschüss. Gib mich auf den Sack, Alter. Schreibt im Stream-Chat. Ich habe auch nicht gesagt, dass noch alles verloren ist. What the fuck? Ich frage mich, ob... Ja... Aber er macht ja nichts. Ich kann ja nichts machen gerade. Und meine arme Maus schon wieder. Ist gerade gegen die Wand geflogen. Oh, sorry, Maus. Es geht doch jetzt. Ich habe das Gefühl, sie geht bald nicht mehr. Das kann passieren. Zauberschaden plus 1, das ist so lächerlich. Das kann ich aber auch nicht machen. Ich kann wirklich nur halt aktuell mein Ding spielen. Das war's. Mein Wasserelementar. Wieso hast du so wenig Mana-Karten? Vielleicht auch mal daran gedacht, dass man vielleicht Pech hat beim Ziehen. Ich kann dir gerne gleich mal mein Deck zeigen. Und ein Schaf. Ja, war klar. Also habe ich mir schon gedacht. Zauberschaden wieder mal. Damage dazu. Diese D. Ja, ein plus 4 natürlich. Logisch. Ich meine, ist ja logisch. Ja, es kriegt wieder. Das ist so eine lächerliche Dreckskacke hier, ey. Sieben, sechs, vier, sechs. Warum sollte man Einheiten kriegen? War ist ja unnötig. Ich meine, warum sollte man gewinnen? Warum sollte man gewinnen wollen? Ich meine, total immer verlieren macht total viel Spaß. Es regt total an, das Spiel weiterzuspielen. Wirklich, also Blizzard ist ein bisschen dämlich im Kopf. Beim nächsten Mal sollte ich mein Deck hier so als Bild lang machen. Das habe ich auch bei Streams gesehen. Das sieht ganz cool aus. Dann gucken, dann wissen die Leute immer, komm, der hat das und der hat das und der hat das im Deck. Das ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ja, was ist denn mit sehr komisch aus? Das sind noch 17 Karten im Deck. Da kann nichts komisch aussehen. Das ist einfach nur Glück, ist das. Mehr ist das nicht. Immer mit der Ruhe, Baby. So, er wird alle aufs Face gehen. Ja, beschissenste überhaupt wieder mal.
Ah, das passt schon. Ja, ja, Kalix, ich bin total ruhig. Manchmal geht mir das einfach nur auf den Sack, weißt du? Vor allem, da ich bisher, glaube ich, noch nicht... Ein einziges Match habe ich, glaube ich, bisher gewonnen jetzt heute in den anderthalb Stunden. Da ist man einfach nur angepisst. Vor allem, wenn dann solche Kommentare kommen. Ist zwar nett gemeint, aber ein bisschen überlegen, so ein bisschen schon. Wäre ganz okay, aber ist okay. Alles wunderbar. So, Leute, ich habe schon ohne Grund nicht D&D angestellt. Also, Wookie-IP, dich lese ich meistens immer, wenn ich da was sehe. Aber dann wieder so, Doki, spielen wir jetzt mal, spielen wir. Was hat er gespielt? Na, gespielt. Achso. Zieh diesmal eine Karte, wenn ein Zauber wirkt. Friert alle feindlichen Diener. Ich meine, logisch, also es ist kein Starter, der Kalor ist schon wieder eine seltene Karte. Ist schon wieder eine seltene Karte. Er wird einen cheapen. Kann jetzt schon sehen. Cheap, cheap. Ah, ich finde das total süß. Ich mag die Schafe. Du nicht nehmen, Kerze. Krass. Das ist kein Starterdeck, das kannst du vergessen. Keine Ahnung, jeder kann doch spielen, wie er will, ne? Hatten wir doch gerade geklärt schon. Hatten wir doch gerade schon geklärt. Soll ich ihn cheapen? Ich meine nicht, oder? Er kann dann mein Ogre natürlich... Ich würde ja einen Damage behalten, also ein Leben noch haben. Ich könnte ihm zwei Damage machen. Da würde das zumindest nicht mehr funktionieren. Habe ich zwei. Ich mach's einfach mal. Patsch. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das Ding. Nö, nö, ist alles okay. Spür ruhig weiter. Mach, ist kein Problem. Hau rein. Nee, spür ruhig. Ist okay. Du hast zumindest keine, nicht viele Legendaries benutzt. Das ist okay, wunderbar. Nee, Starterdeck solltest du nicht. Das ist kein... Ihr müsst auch die Epics nicht rausnehmen, aber es wäre nur fair, weißt du? Ich zwinge dazu keinen, das alles rauszunehmen oder so. Das war fies. Ohne Scheiß, ich hätte jetzt... Ich wäre jetzt weggegangen, hätte mein Ogre wäre gestorben. Wirklich, ich wäre weggegangen. Ich hätte keine Lust mehr gehabt. Reicht nicht. Wann hättest du schon gewonnen? Ja, klar, hättest du Legendaries alles drin gehabt, hättest du natürlich gewonnen, ist richtig. Aber ob das dann fair gewesen wäre, ich weiß nicht. Mein armer Ogre. Ja, trotzdem gut gespielt und danke, dass du die Legendaries rausgemacht hast. Total nett von dir. Macht dann nicht jeder. Und einige schauen auch im Stream, welche Karten ich auf der Hand habe. Ist auch total nett gewesen von demjenigen. Macht dann total Fun. So, wer wollte jetzt? Karo. Ne, wer wollte jetzt? Genau, Deadeye wollte jetzt. Der da wollte. Der Deadeye. Genau, ist er ja schon. Super. Schön. Ich bin nur mein Magier. Alles andere ist langweilig, finde ich. Ich weiß schon, warum ich nur den Magier spiele und warum ich die ganzen anderen Klassen nicht gelevelt habe, weil die einfach Rotze sind. Ich hasse, außer den Priester, und den habe ich natürlich auch schon auf 10. Ich hasse alle anderen Klassen, ich finde die total gay, finde ich die. Gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Ich raste aus, ich krieg schon wieder nur Sima-Karten hier. Ja, fast nur Sima. Mal Eis in Metauner wegmachen. Arcane klingt jetzt auch. Eiswind Titi alleine reicht. Ich krieg jetzt einen Champion, ich krieg einen. Ja, ist okay. Noch ein Eiswind Yeti. Total toll. Anduin, der Priester hat glaube ich, Dings, ne? Hat, glaube ich, Waffen. Dann soll ich die eigentlich nicht spielen, aber trotzdem muss ich spielen. Sonst habe ich keine Monster auf dem Feld.
Hearthstone ist schon ein cooles Spiel, aber weiß nicht. Ich finde, zum Stream finde ich es irgendwie nicht so toll. Da spiele ich Clash of Clans lieber, ehrlich gesagt. Mäh. Ich hasse diese Schattenwörter. Ja, ich mag aber nur die Dings halt. Also es gibt halt, jeder Spieler hat Vorlieben für solche Klassen, wie er spielt, und ich spiele halt gerne Magier. Fertig aus, daran wird auch nie einer von euch irgendwas ändern können. Nie. Vergesst es, mich umreden zu wollen. Wenn ich Lust auf eine Klasse habe, dann spiele ich eine Klasse, aber erstmal nur Magier. Weil ich mag einfach Zauberkarten. Ich finde... Die Verdammten stehen bereit. Was? Ach so. Ich war gerade irgendwie irritiert. Hey, verdoppelt das Leben. 3 Mana und 3 4. Fick dich. Ich kann doch das machen. Ich werde doch das machen. Weggeburnt. Ist mir echt zu krass. Wenn der anderen Dienern 3 Leben fahr. Ja, kann der verdoppelt das Leben seiner Diener. Habe ich gesehen. Habe ich bei dem einen gesehen gehabt. Bei. In irgendeinem Stream, glaube ich. Der hat irgendwie einen 20-20er gehabt mit Taunt. Also diesen Schleim, der aus dem Sludge-Speicher rauskommt. Der hat einfach mal auf 20 Leben gepusht und dann. Oder war es der Addings gewesen? Der Paladin. Der hat einfach mal Naxxramas Hardcore gespielt. Der hat dann einfach mal mit 20-20, also 0-20 hat er das Schleim dann gehabt. Und dann hat er mal diesen komischen Skill gespielt, wo der Angriff gleich dem Leben entspricht. Dann hat er einfach mal 20 Schaden gehabt. War total cool. Hallöchen, Captain Kirk. Beam mich rauf. Beam mich rauf, Kirk. So, jetzt wird das Schattenwort tot spielen. Hat er, glaube ich, auch noch. Der kann man in Icewind Dead killen. Mit irgendwie Max 5 Damage. Nächste Runde wird kacke, finde ich. Ich habe kaum was bisher. Ich könnte Eis mit dir spielen. Aua. Achso, okay, dann war es doch der Priester gewesen. Ja, bringt mir total viel, wirklich. Oh Mann, ey, was kriege ich hier für Ranzkarten? Captain Kirk, Fred, lass mal alleine spielen. Ich habe ihm schon gesagt, er mag mich nicht mehr deshalb. Und dann hat er gesagt, er mochte mich vorher auch nicht. Ne, mal gucken, wann wir mal wieder spielen. Also aktuell haben wir keine Folgen mehr. Die ersten 4 Folgen sind jetzt, glaube ich, online, ne? Ich guck gerade mal ganz kurz nach. Es ist heute 22, ja. Also 4 Folgen waren bisher online gewesen. Ich würde natürlich immer mehr spielen, aber ich weiß nicht, vielleicht alleine zu spielen finde ich auch ein bisschen doof. Ja, komm, lächerlich, ey. Paladin kann nur extrem heilen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als das zu spielen. Balloons Tower Defense würde ich gerne spielen, aber ich weiß nicht mit wem. Also wenn Fred jetzt nicht will, dann mit irgendjemand anderen eigentlich. Aber ich kenne keinen, mit dem ich gerne spielen möchte. Und schlagt jetzt nicht vor euch vor. Ich habe gesagt, mit dem ich gerne spielen möchte. Mit dem ich schon lange kenne, mit dem ich gut verstehe und so weiter. Ja, komm, das ist so eine behinderte Wichstusse, Alter, wirklich. Im Namen des Lichts. Was? Stellt 3 Leben wieder her, ruft eine Lichtwächterin herbei, wenn das Ziel... Ach so. Hä? Ich bin doch tot gewesen, warum konnte er auf einmal so eine spielen? What the fuck? Das ist doch total der Bug. Kann man das mal erklären, warum das jetzt funktioniert hat? Stellt 3 Leben wieder her, ruft eine Lichtwächterin herbei, wenn das Ziel immer noch verletzt ist. Meine Blutkleriker war tot. Die hätte gar nicht leben dürfen mehr. Das ist ja mal wieder dumm eigentlich. Naja, ist halt Hearthstone. Wundert mich eigentlich nicht. Ich gehe gleich weg. Hast du mir nicht gerade zugehört? Fred möchte erstmal alleine spielen. Was soll ich denn da machen? Er will alleine spielen. Spielst du mit Fred oder Matthias? Loa Tap wieder mal. Richtig. Okay, schade. Er hat die Legendary leider nicht rausgenommen. Richtig kacke. Ich könnte auch Loa Tap killen, das wäre auch möglich. 5-5. Dann würde ich sie 3-3. Theoretisch wäre Loa Tap besser, wenn ich den kille. Wobei, wenn ich den hier mache, dann überlebt er noch. Ne, auch nicht. Nächste Runde werden sowieso alle weg.
Ja, Wookie, das ist normal. Also, ich meine, Fairness ist in keinem Online-Spiel gegeben. Das juckt die Leute nicht. Aber macht mir total viel Spaß, Leute. Erst und letzte Hearthstone-Stream wahrscheinlich. Dauerhealing. Ich meine, ist total fair, Leute. Das ist okay. Alles super, Leute. Alles super. Komischerweise hat irgendwie jeder Loa-Tab. Ich weiß nicht, ist die Karte so scheiße, dass jeder gekriegt oder wie? Also sie ist eigentlich gut. Aber jeder hat Loa-Tab irgendwie. Gerade wenn sie komischerweise gegen meinen Magier immer spielen. Ist nicht schwer, ich spiele immer nur mit Magier. Und da kommt der nächste, Naxxramas. Er hat gerade 50 Millionen Karten mehr auf der Hand. Es erscheint mir auch total fair. Schade, schade. So, ich muss das ja spielen. Sonst ruft er seinen kleinen Spotter noch herbei. So ein kleines Monster. Naja, Feuerball nicht. Feuerball ist zu schade dafür. Das muss man viel mehr anders benutzen. So, übrigens alles. Vielen Dank für die Leute, die gerade alle folgen und so weiter. Vielen Dank übrigens. Da guckst du gerade in meinen E-Mail-Ordner rein. Ach so. Stimmt. Danke. Zeigt mir wieder, jeder hat diese fucking Naxxramas-Karte alles durchgespielt. Alles wieder, komischerweise. Nur ich wieder nicht. Aber ich kriege auch kein Geld zusammen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ja, es ist AGG. Danke Deadeye für dieses faire Match. Loa-Tab, Schlick, Sludge Badger, dieser komische Schlickbucker. Was hat sie vorhin noch gehabt? Und welche anderen hat sie auch noch irgendeine Epic und Legendary und alles. Danke für dieses faire Match. Hat mir Spaß gemacht. Ja, natürlich hat der Card Draw gezogen. Jo, krass, wirklich. Spaßiges Spiel gerade. Wenn ich ihn friere. Ich muss aber erst den killen. Sonst kriegt der Leben, das ist ja auch ein cool. Ah, ist auch stupid, wenn ich das spielen würde. Na gut. Er wird sich eh wieder hochheilen. Ja, ist eh gleich 19 Uhr. Ist glücklicherweise eh gleich vorbei. Ich kann Hearthstone nicht streamen. Hearthstone ist für mich kein streamfähiges Spiel. Und nochmal Gedankenraub. Er hat jetzt 50 Millionen Karten auf der Hand. Und nochmal Arcane Intelligenz gezogen. Richtig so. Immer die gleiche. Gut gespielt, wirklich. Danke. Faires Match, danke. Legt euch nicht mit Zahn an. Flame Throw, please. Den gibt's mir aber nicht. Das Dingo. Ja. Legt euch nicht mit Zahn an. Ist doch egal. Loa Tap ist ein richtig krasse Naxxramas-Karte, Legendary-Karte. Du kannst es nicht verleugnen, dass Legendary das Deck einfach mal unglaublich stärker machen. Und der nächste Legendary. Ich habe keine Dings mehr. Ich will gerne Flamestrike jetzt haben. So, ja, hat er auch noch. Ist ja logisch. Logo, Logo. Legt euch nicht mit Zorn an. Spüre meinen Stahlschwein. Der ist aus Ebene 4. Okay, danke. Gut zu wissen, danke. Damit ich schon weiß, wie fair die Gegner sind, gegen die ich gerade spiele. Ich meine, ich habe Naxxramas 1 und die Leute wissen das und ich bin Naxxramas 4. Ist okay. Alles okay. Lasst mich eure Meinung ändern. Und nächste Legendary. Nee, Legendary Orange, Epic war Lila, genau. Macht aber keinen Unterschied. Naja, ich weiß schon, dass du Stalag meinst. Den hier. Den da. Ich hoffe, er versteht die Ironie.
Ich find's wirklich gut, dass Hearthstone kein Ingame-Chat hat. Das hat Blizzard gut gemacht. Also nicht, dass ich den benutzen würde. Ich schreibe im Chat sowieso nichts. Aber andere würden mir auf den Sack gehen. Hat er ja immer noch, stimmt ja. Ne, warum hat er das immer noch? Hä? Der hat mir... Das könnt ihr euch wirklich sparen. Entweder ihr macht mich fertig oder ihr lasst das. Ich hab's wirklich schon gesagt, ich hasse sowas. Dämliches Mitleid, könnt ihr euch sparen. Ich muss gucken, dass ich meine Kabel nicht kaputt mache. Jetzt habe ich kein Internet mehr. Das wird traurig. Wieder ein Epic? Okay. Ja, super gut gespielt. Danke für das faire Match. Muss ich sagen, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ja, wenn keiner mehr spielen will, dann können HD Gaming. Wir können auch eine gerne Runde spielen. Wenigstens mal gegen den fairen. Dann können wir gerne eine Runde spielen. Kein Problem. So, anmarkieren. Wenn du willst, können wir gerne noch einen. Lad mich aber rein. Ich warte darauf. Ja, Hearthstone ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Da muss man halt wirklich einen größer, also muss man halt wirklich mehr Ahnung haben von dem Spiel. Ansonsten ist das nicht so toll. Ich kenne aber auch einen, das geht ja auch. Ist ja nicht so, dass da ist er. Achso, duelliert sich gerade. Dann gucken wir ihm einfach mal an. Gucken wir dem Lümmel mal zu. Ich höre schon was, aber ich sehe noch nichts. Ganz toll. So. Da ist er, der Lümmelmann. Er spielt... Was spielt denn der? Ach so, unbekannt. Heißt, Unranked, oder? Oder Arena? Heißt es Unranked oder Arena? Ja, schade, dass das letzte Match wirklich für den Arsch war, dass der mein Gegenüber einfach mal ein unfairer Spieler war. Aber hey, so ist das Internet. Er hat da wirklich nur noch Epics und Legendaries gespielt am Ende. Und auch am Anfang. Gut, am Anfang hat er das nicht gespielt, hat er wahrscheinlich kein Mana dafür gehabt, aber am Ende hat er wirklich nur noch Epic Legendaries rausgehauen. Hast du ja auch gesehen. So macht das dann wirklich keinen Spaß. Ich dachte, meine Viewer... Aber es ist halt genau wie ein LoL. Die Viewer beim Mitspielen machen dann Scheiße. Das ist halt so. Aus diesem Grund mache ich sowas eigentlich nicht. Achso. Ja, so unbekannt habe ich, glaube ich, mal öfter gesehen. Nee, als ich mal zugeschaut hatte, dachte ich immer, ich habe einen Namen gesehen, aber kann mich auch irren. Wow. Der war fies. Was hat er gespielt? Höllenfeuer. Gemein. Auch Helden? Tatsache auch Helden. Das ist ja gemein. Oh. 6 Leben hat er nur noch. Nicht mehr viel. Gut, die grüßen sich, wenn das Dings was vorbei ist. Er muss den Tank kaputt machen. Ach, er hat Windzorn. Oh. Ja, auf jeden Fall auch sehr gut gespielt. Wer hat ihm Windzorn gegeben? Gar keiner. Hat der Windzorn gehabt? Interessant. Der hatte wohl Windzorn gehabt. Der Lümmelmann. Okay, du lädst sie wieder im Spiel. Machen wir noch einen Rank, würde ich sagen. Machen wir noch einen Rank mit meinem Magier und dann war's das. Ich glaube, ich habe 2 Siege bekommen in den letzten 2 Stunden und der Rest immer nur Loses, Loses, Loses im Rank zumindest. Ich werde auf jeden Fall die nächsten paar Tage offscreen mein Ding spielen. Meine Helden. Meine anderen Helden leveln. Weil, weiß nicht, im Rank bringt das nichts. Und unranked ist einfach unfair. Was war denn der Windsprecher? Welche Einheit? War das Totem? Ich hab's Thrall, glaube ich, noch nie gespielt. Nee, Oga, geh weg. Du stinkst. Das ist so gemein, Blizzard! Warum tust du mir das an?
Ich hab doch gerade, ich wollte gerade, du hast es wieder gespielt, also ich wollte eigentlich gerade mit dir spielen, aber du hast bis jetzt wieder drin, also das war mein letztes Ranked jetzt. Ich wollte gerade mir das Spiel, hab dir zugeschaut, aber du warst ja leider jetzt wieder im Spielmodus. Was steht für 6-4? Du verwirrst mich. Du verwirrst mich, Wookie. Achso, jetzt verstehe ich, was du meinst. 6-mal, ja, ja, okay. Hi, Dark Mether. Was geht? Wieder 2 Demo. Ich meine, ist ja, der Magier hat noch nicht genug Card Draw. Der muss noch ein paar mehr Karten ziehen. Der Magier, der Schamane, hier, wie heißt er denn? Hexenmeister. Ja, ja, nein, ich meinte jetzt was anderes. Ja, genau die er gerade gespielt hat. Wichser, wirklich. Für einen Arsch bist du. Meine einzigen Karten, jetzt kann ich keine Karten mehr spielen. Ach ja. Cool. Eine 5-5er. Den gibt's auch. Den weiß ich, den gibt's auch bei Naxxramas. das ist so lächerlich. Warum hat jeder das? Warum hat jeder Legendaries? Das ist nicht cool, Leute. Du weißt schon, was du machst? Ja, anscheinend nic. Du hast ja gerade gespielt. Ist doch egal. Kann ich gar nicht kaputt machen. Ist ja ärgerlich. Hört auf, mich ständig anzurufen, ey. Ich bin nicht da. Was ist denn heute los? Heute ist doch nichts. Heute ist der 22. Es ist kein besonderer Tag. Hör auf, was ist eine Basiskarte? Ja, trotzdem stark genug. Ist ja auch egal, wenn selbst wenn. Ist ja egal. Ich komme aus der Leere. Piu. Chip, chip. Legt also aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Das ist aber nicht cool. Das ist aber nicht cool. Jetzt habe ich 2 unbeantwortete Anrufe. Ja. Aber wenn er jetzt nichts machen kann. Fuck! Oh, ich hab das Todesrechte von ihm vergessen. Ach, schon wieder ein Naxxramas gewesen, ja? Cool. Freue mich total. Ich bin total spannend, muss ich sagen. Aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Aber wenn er keinen. Ja, natürlich, wenn er keine Hand hat, kann er natürlich nichts machen, ne? Bam! Weg mit dir, Wichser! Scheiße, ja, komm, gönn dir eine 6-6er! Wollt ihr mich alle verarschen? Ich hau mein Handy gleich weg, ey. Was wollt ihr denn alle? Eine SMS, 2 Anrufe. Bin ich da. Aber ich habe jetzt 2 Feuerbälle auf der Hand, ihr seht's auch, oder? Das ist also total Latte, was er macht. Okay, naja, kurz vor 17 wieder. Hat es jetzt nicht wirklich gelohnt, finde ich. Ach man, ich brauche immer noch ein Dings, ein Diener mit der. Was? Die 5 oder mehr kosten? Naja, komm, 1 machen wir noch. Hast du Glück, dass das Match jetzt nicht so lang ging? So, was haben wir denn hier Schönes? Gegen wen spiele ich? Ach so, gegen ihn. Gegen was? Ein Priester, nee, Schamane. So. Ich habe euch gesagt, die beiden wegnehmen. Ich find's cool, diese Fensteraufnahme oder diese Game-Aufnahme, nur vom Spiel. Gefällt mir. Er hat aber eine Waffe, glaube ich.
Hat ihr gemerkt, dass ich in letzter Zeit bei den Viewer oder gegen die Viewer immer eher Zweiter werde und beim Rank meistens immer Erster? Ist total beschissen, oder? Ich meine, Zweiter zu sein ist sowas von lächerlich OP. Man kriegt eine Coin. Man kriegt eine. Na, ihr wisst schon. Eine Karte noch dazu. Und da geht das einfach mega am Arsch. Gleich wird er diese Zauberkarte spielen, die 2 bis 3 Damage macht bei unseren Einheiten. Und dafür kriegt er einen Mana-Kristall weniger. Nächste Runde. Okay. Ja, ich tue mir mittlerweile schon zwei. Krass, aber ich muss sagen, bei Hearthstone geht die Zeit wirklich schnell rum. Also zumindest schneller als bei Clash of Clans, habe ich das Gefühl. Aber es kann auch nur eine Täuschung. Das ist doch kacke. Das ist kacke, dass er 3 Damage hat. Sonst hätte ich meine Blutelfen-Kleriker jetzt gespielt. Na, ist egal. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Gut gespielt. Alter, ich finde teilweise die Totems so lächerlich. Weil die so krasse Effekte manchmal haben, das ist wirklich Wahnsinn. So, ich hab wirklich nur Zauberkarten auf der Hand. Aber jetzt wird er diese Zauberkarte spielen, ich weiß es. Er wird sie gleich spielen. Habe ich so ein Gefühl. Was ist das für ein Affe? Ein Affensmiley im Chat. Ach nee. Geh mal weg. Ich mag dich nicht. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir fireballen einfach. Ich habe beim letzten Mal überlegt, was passiert, wenn eigentlich eine Einheit mit 0 Damage einen mit Gotterschild angreift, aber dann habe ich am nächsten Tag im Stream gesehen, dass 0 Einheiten gar nicht angreifen können. Und da hat sich die Frage erledigt. Schade eigentlich. Wäre cool. Wobei sie aber auch keinen Schaden kriegen würden. Das ist ja so. Warum hat denn Oger der Felsfäuste? Geh weg. Ich weiß, dass er mich liebt, aber ich mag solche Einheiten nicht. Geh weg. Außerdem habe ich jetzt keine Zauber mehr. Jetzt darfst du keine Einheiten mehr spielen, die stark sind. Wieder ein neuer Follower. Der Feuertor folgt mir. Vor 3 Minuten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß nicht, Wookie, wie siehst du das mit den Hearthstone Streams? Ich finde die nicht so dolle, ehrlich gesagt. Sind so mäh. Sind so mäh. Sind die. Was hatten wir hier? Ja, Zauberschaden plus 1. Setz doch diese hässlichen Kack machen. Wobei er hat da sowieso 2 Minimum-Schaden, glaube ich, auf diesen Zauber drauf. Lohnt sich dann also auch nicht, das zu machen. Oh ne, nicht heilen. Das ist unfair. Ich habe auch keine Heiler drin. Ich will auch einen antiken Heilbot haben. Lohnt es sich, den zu verzaubern? Also den herzustellen? Oder lohnt sich das nicht? Sollte man den lieber aus den Kartenpacks bekommen? Ne, ich finde generell, ich mag Dings einfach nicht. Hearthstone zum Stream. Also ich mag Hearthstone, aber ich mag es nicht zum Stream. Ach nee, was ist denn da los? Hearthstone ist schon ganz okay, ja. Ich weiß nicht, zum Stream später auf jeden Fall mal, aber nicht zum Heldenleveln. Also ich habe jetzt nur Held gelevelt. Helden, ich wollte eigentlich Helden leveln. Warum hat der eigentlich nur Taunt? Ich würde es rechts machen. Hier so in die Spalte. Damit der Gegner und mein Name nicht überdeckt wird. Habe ich öfter bei Streamern gesehen. Hier so hin. Hier so, ihr seht ja meinen Mauscursor. Und da so hin. Habe ich davon auch gesagt gehabt, dass ich das machen werde. Aber ich glaube, da war dein Stream noch nicht ganz richtig geladen. Auf jeden Fall würde ich das auch machen. No problem. So, was haben wir denn da? Das ist so uncool. Nicht so toll. Cheap Mädchen auch nicht. Dann müsste ich den erstmal kaputt machen mit 2 Damage. Dann hätten wir 1, 4, 5. Gucken wir mal, was kriegen wir denn hier raus? Ah, ich finde das awesome. Ich finde dieses unstabile Portal so lächerlich OP.
Ich glaube, du kannst ja jegliche Karte bekommen. Mr. SES ist online. Hm. Also die Karte habe ich jetzt als Unstable Portal bekommen. Kannst mir nicht sagen, dass ich die drin hatte. Ich habe keine seltenen Karten im Deck. Sowas hatte ich noch nie. Und das ist bestimmt ein Spot. Oh, mal nicht. Spannend. Ja, vielen Dank übrigens nochmal, Lümmelmann, dass du deine seltenen Rare-Karten und alles rausgenommen hast, damit es ein faires Match wird. Was ist eine Zillertrappe oder Irwisch? Irwisch habe ich schon mal gesehen. Fred. Wird durch das erreichen? Der Stufe 3. Man kriegt Karten noch? Ich dachte, man kriegt nur goldene. Ach, Tatsache, kriegt man auch nur. Frostnova hatte ich, gibt es als Magierkarte, aber die habe ich nicht im Deck drin. Ne? Wollte schon sagen. So, ich muss aber heute auf jeden Fall noch. Diese Spiele kann ich auch als Hexmeister, als Gast, gegen den Gastwirt spielen, ne? Priester, Hexmeister, Paladin, Priester und so weiter. Ich glaube, die kann ich gegen Ding spielen, gegen den Gastwirt. Das werde ich dann auf jeden Fall heute noch machen, denke ich mal. Oh, süß, 39 Siege im Spielmodus und ein Sieg im besten Arena-Schlüssel. Wenn irgendjemand nochmal anruft, dann hau ich das Handy weg, ey. Sobald es nur mal. Hi, Copyright! Ja, aber ich würde sagen, Leute, das war's gewesen mit Hearthstone. War auf jeden Fall ein cooles Match. Also mit gegen Lümmelmann war es auf jeden Fall sehr interessant, die Games zu machen. Gegen den bestimmten aber nicht, gegen die anderen. Die meisten. Aber hier steht da: Gewinne 2 Spiele als Priester oder Hexenmeister. Ich weiß nicht, ob das auch für Dings zählt, für den Gast. Ich probiere es einfach mal aus. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Dann kann ich halt nicht machen. Das ist, ich will die aber machen, ich brauche Gold. Ne, Quests gehen auch gegen andere Gegner. Also, wenn ich hier 20 Diener oder so spielen muss, dann kann ich das auch gegen den Gastwirt. Achso, Ausnahme sind 7 Siege mit beliebiger Klasse, okay. Hm. Ja, Gemüsehater, mir geht's gut und dir so, aber trotzdem geht's jetzt erstmal offline, weil die 2 Stunden rum sind. Ich muss heute noch ein bisschen was machen. Habe ich eigentlich Clash of Clans hochgeladen? Für 19 Uhr? Ich hoffe mal. Ja, habe ich, okay. Dann brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen, ist ja eh schon 2 Minuten zu spät. Ja, Leute, war auf jeden Fall ein cooler Stream. Danke an diejenigen, die fair gespielt haben gegen mich. Also, das erwarte ich eigentlich, dass die Leute mal faire Match, faire Dings machen, faire Karten rein. Und die ganze Zeit nur Epics, Legendaries, Naxxramas Karten aus dem letzten Flügel holen. Wo ich einfach mal nur träumen kann, weil ich einfach unglaublich viel Geld kostet, die Scheiße. Ja, so lächerlich, Alter. 700 Gold, 700, 700, 700, 2800 noch. Echt total cool. Ja, Wookie EP, wir sehen uns auf jeden Fall auf YouTube. In den Kommentaren auf jeden Fall. Danke nochmal für das Paladin-Deck und alles. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, war cool. Nee, kein Hearthstone mehr. Ich bin mad. Okay, Leute, war trotzdem cool gewesen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder, in einem nächsten Livestream. Mal gucken, aber das ist jetzt erstmal ein Hearthstone-Stream gewesen. Den wollte ich eigentlich schon lange machen, deswegen habe ich jetzt einfach mal durchgezogen. Trotzdem cool, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, Leute. Das war's gewesen. Schönen Abend euch noch. Gerne Clash of Clans Videos, irgendwelche Hearthstone-Videos angucken auf meinem YouTube-Kanal. Ist viel, viel da zum Anschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.